So, 16.01 Uhr, alle da, die Technik läuft. Sehr schön. Also guten Tag, meine Dame, meine Herren. Ich glaube, die Verteilung Mann-Frau ist genauso wie bei meinem ersten Vortrag. Hier in diesem Hause am 17. Januar habe ich unter demselben Titel schon mal so einen Vortrag gehalten. Und ich hatte bis gestern, glaube ich, noch überlegt, ob ich diesen Vortrag nur in leicht abgewandelter Form halte, aber dann sprang mich gestern ein freundlicher Herr an und sprach mich an auf die Aufzeichnung dieses Auftrages. Der freundliche Herr da hinten hat auch meinen Vortrag im Januar schon aufgezeichnet. Der steht seitdem bei YouTube irgendwo und wurde, Achtung, aktuelle Zählung vor einer halben Stunde, bereits 816 Mal aufgerufen. Das ist nicht wirklich viel, aber es waren im Januar ähnlich viele Personen anwesend wie hier und das ist dann ungefähr das 40-fache der Teilnehmerschar, die dann das Ganze elektronisch verfolgt hat. Wer von Ihnen war denn im Januar schon dabei? Nur der Mann von der Technik, das ist sehr gut. Und wer hat meinen Januar-Vortrag im Internet gesehen? Eine, zwei Personen, drei Personen. Gut, also dann hätte ich eigentlich den gleichen Vortrag nochmal halten können, fast, mit zwei anderen Witzen, damit Sie. Aber ich habe ihn jetzt weitestgehend angepasst, also ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet sozusagen. Nein, habe ich nicht. Genau, Mitleid, eine Tüte Mitleid. Die Rahmenerzählung, wie Sie vielleicht sehen, ist dieselbe. Also hinter uns an der Wand prangt gar nicht, ich lüge. Achtung, jetzt prangt er. Fukushima. Das Thema habe ich ja angekündigt, wie war das, glaube ich, Pfusch, Betrug und Fortschritt. Fortschritt, Pfusch und Betrug. Selber Arbeitstitel wie im Januar. Und ich will mich beschäftigen mit der Frage, wo der Zusammenhang zwischen einem beschissenen Router, hier im Gelände gezeigt, und einem ähnlich beschissenen Kernkraftwerk besteht. Nämlich das Bindeglied ist der nackte, affe Mensch, der beides konstruiert hat und seine spezielle Bedenkenlosigkeit. Es gibt nun seit Januar weder auf dem Gebiet der EDV noch auf anderen Gebieten irgendwelche substanziellen Verbesserungen, aber es gibt jede Menge mehr oder weniger hübsche neue Beispiele für bekloppte Technik, mangelhafte Technik. Also wir haben ja inzwischen Autos, die sich über die Stereoanlage aus dem Internet fernsteuern lassen. Das ist ja eine schöne Vorstellung, dass irgendwer, der jetzt Langeweile hat oder er meint es auch nur mäßig gut mit mir, jetzt mal beschließt, eine Vollbremsung einzuleiten, während ich über die Autobahn fahre oder eine Lenkbewegung, sagen wir mal 45 Grad nach rechts, weil da gerade eine Brücke, ein Brückenpfeiler ist oder sowas Ähnliches. Das führt dann natürlich zur Kaltverformung, die ihn nicht weiter stört, weil er in Australien sitzt, nicht? Und dann nur feststellt, irgendwie komisch, der Kontakt ist jetzt abgerissen. Der andere ist nicht mehr da. Für mich wäre das dann vermutlich lebensbeendend. Aber als sei das des Irrsinns nicht genug, wird ja jetzt ernsthaft an Autos gearbeitet, die ganz autonom fahren sollen. Also ich soll mich dann solcher mängelbehafteten Technik ganz anvertrauen. Also irgend so ein lustiger Kamerad von Google hat ja jetzt auch davon schon gesprochen, solche Autos brauchen eigentlich auch kein Lenkrad mehr. Nicht? Also dann sitzen wir wie so der Fisch in der Dose, in so einer Blechdose und die schaukelt uns dann irgendwie durch die Landschaft, sagen wir mal mit 120 km/h, und dann kommt es eventuell, ist ja nicht völlig ausgeschlossen, zu einer Fehlfunktion. Nicht? Da kam es ja auch zu einer Fehlfunktion. Irgendwelche lustigen Leute haben jetzt gerade in den letzten zwei Wochen auch gezeigt, dass man die Aufklärungstechnik dieser Fahrzeuge, sie haben obendrauf so einen Laserscanner und dann versuchen sie zu erkennen, was in ihrer Umgebung los ist. Wenn man sich also durch die Straßen, durch den Innenstadtverkehr bewegt, dann ist das ja auch ganz gut, wenn man so weiß, was vor allem los ist. Und diesen Laserscanner, den kann man ganz gut täuschen. Da haben die dann so einen Laserpointer, glaube ich, verschaltet mit dem Raspberry Pi. Relativ günstige Technik. Und man muss auch diesen Laserscanner nicht genau treffen. So ein Pointer hat ja eine gewisse Streuung. Also es reicht eine gewisse Blendwirkung und dann können Sie das Ding nicht nur blenden, sondern Sie können ihm planmäßig Gegenstände vorspiegeln, die sich angeblich vor ihm befinden. Das hängt nur damit zusammen, dass der Erkenntnisapparat dieser Maschine, ist ja sozusagen auch so eine Konstruktion wie wir,
Ne? Auge, Cookie, Cookie, Verarbeitung in einem mehr oder weniger mechanischen Rechner. Ne? Und dann kommt da irgendwie hoffentlich eine Reaktion dabei raus. Und diesen Erkenntnisapparat dieser Maschine kann man also herzallerliebst auch täuschen. Ne? Bei Menschen ist das ein bisschen schwerer. Gut, arbeiten wir doch mal mein lustiges Manuskript ab. Also fangen wir einmal an mit meinem lustigen Router. Ich habe auf der Veranstaltung im Januar meinen Router als Elektroschrott beschimpft. Ja? Eine Frage, warum soll das bei Menschen schwerer sein? Ich könnte ja einfach irgendwie mit Taschenlampe nehmen, die halbwegs stark ist und dann Autofahrer auch einfach. Ich kann sie vollständig blenden, ja. Ich kann sie auch durch einen Kopfschuss einfach außer Gefecht setzen, geht auch. Aber ich kann Ihnen deutlich schwerer vormachen, dass da vor Ihnen auf der Straße ein Fahrradfahrer steht, wenn da gar keiner ist. Das ist deutlich schwerer. Ne? Der Mensch verfügt ja über einen Erkenntnisapparat, der eben nicht nur optisch ist, sondern er hat auch noch Geräuschsensoren. Es gibt Berechnungen für die Wahrscheinlichkeit dessen, was ich da sehe. Mir kommt etwas merkwürdig vor. Da hat eine Wahrscheinlichkeitsrechnung stattgefunden, eine Plausibilitätskontrolle. Also der Erkenntnisapparat des Menschen ist schon deutlich komplizierter und wenn Sie ihn täuschen wollen, also nicht so brachial, dass Sie ihm einfach jetzt mit der Keule einen über den Kopf geben, dann ist er aus dem Spiel genommen, ne? Sondern Sie wollen ihn wirklich täuschen, dann müssen Sie schon relativ gut sein. Nicht? Also Taschendiebe üben für sowas ganz schön lange. Und um einen Computer, meinetwegen einen Read-Kontakt zu bescheißen, der diese Tür da sichert, da brauchen Sie nicht so lange. Letztlich müssen Sie wissen, wo er sitzt und Sie müssen ein bisschen handwerklich geschickt beweisen. Nicht? Und dann klemmen Sie ihn halt fest, aus, die Maus. Das ist relativ einfach. Kommt aufs System an. Natürlich kommt es aufs System an. Aber Sie kämpfen eben immer nur mit, Sie kämpfen da mit einem einzigen Sensor. Nicht? Bei Menschen kämpfen Sie mit mehr. So. Das Resultat ist dann dasselbe. Ja, natürlich. Der Aufwand ist unterschiedlich. So, mein lustiger Router hier, mein DER3000, war beleidigt. Also ich hatte ja angekündigt im Januar, weil sein Betriebssystem so bekloppt ist, dass ich ihn mal mit einer freien Router-Distribution bespielen will. Das fand er nicht blöd, nicht gut von mir. Er war beleidigt. Er hat sich selbst mit einem Stromschuss aus dem Leben geschossen. Das ist also nicht das Netzteil, sondern er. Meine Kritik damals an ihm war, dass man die Konfigurationsseite dieses Geräts aus dem WLAN erreichen konnte. Wo habe ich ihn denn? Da habe ich ihn. Das habe ich damals so schön vorgeführt. Machen wir jetzt auch. Nicht? So, da dürfte sie sein. So, da ist die Konfigurationsseite dieses Routers. Ich habe damals die Vermutung geäußert, dass ungefähr 90% aller verkauften Router so sind. Was ist das Bekloppte an dieser Seite? Also erstmal, ich kann sie über WLAN aufrufen. Ich kann sie sogar über die Warnschnittstelle aufrufen, was völlig geisteskrank ist. Sie ist in keiner Weise verschlüsselt. Über die Warnschnittstelle geht dann alles völlig unverschlüsselt durchs Internet. Und diese Seite hier sagt mir alles, was ein Tresorknacker wissen möchte, wenn er durch eine Tür will. Er sagt mir, welcher Typ ist es, welches Baujahr. Also Sie finden da oben den Typen des Geräts, da finden Sie den Patch-Level und hier finden Sie die Jahreszahl. Also was brauchen Sie jetzt noch? Eigentlich nichts mehr. Jetzt müssen Sie ein bisschen googeln, was ist denn das Standardpasswort von diesem Ding hier. Also das ist vollkommen wahnsinnig. Man wird Ihnen das natürlich als Vorteil verkaufen. Also das eine Feature, der Zugriff übers WLAN, dient der Bequemlichkeit. Sicherer wäre natürlich, er bietet mir diese Seite nur übers Kabel an. Das wäre ja schon mal ganz schick. Dann kommt man übers WLAN da nicht ran. Aber das dient ja dann der Bequemlichkeit, denn dann wird ja jeder zweite Benutzer, der den Unterschied gar nicht kennt oder so ein Kabel noch nie gesehen hat, da gibt es ja inzwischen welche, der wird dann jammern, ich kann mein Gerät nicht konfigurieren. Das geht also nicht. Es gibt aber auch einfach auch mal Geräte, die kein Kabel mehr haben. Also auch das? In meinem Haus gibt es keinen. Ja. Auch das kann sein. So, der Zugriff über die Warnschnittstelle, der ist dann ungefähr so, als würden Sie der Dame Ihres Vertrauens die EC-Karte einmal quer durch die Bahnhofshalle zuwerfen und hinterher schreien, die PIN ist übrigens 1375. So, das wäre jetzt das Beispiel in der Real World. Da müsste jetzt noch Karl Knaller, der Taschendieb, Ihrer Dame die EC-Karte aus der Tasche ziehen. Dann hätte er alles, was er braucht, um, sagen wir, ihren Kontostand zu verändern. Hier elektronisch, wenn ich allen Ernstes so gaga bin, übers WAN
darauf zuzugreifen, dann hat ein Beobachter oder eine unbekannte Anzahl von potenziellen Beobachtern auf einen Schlag alles, was sie braucht. Die derzeitige Adresse meines Routers, den Anmeldenamen, das Passwort. Mehr geht ja eigentlich nicht. Also das ist vollkommen gaga. Und nachdem ich ihn solchermaßen beschimpft habe, meinen Router, hat er sich also das Leben genommen. Na gut, ich akzeptiere seine Entscheidung. Gut, was haben wir noch? Also das war Fukushima in klein, sozusagen. Dann habe ich, weil dieses Gerät ja ein bisschen älter ist, kann man ja kritisieren, nicht? Herr Grieger, das Ding ist ja 2007 das letzte Mal gepatcht worden. Das stand ja eben 2004 bis 2007. Da können Sie aber auch sehen, Patch Level war 1.06, das war die aktuellste Version, die ich im Internet gefunden habe für dieses Gerät. Der wurde verkauft 2004. 2007 hatte der Hersteller das letzte Mal überhaupt Lust, Fehler in diesem Gerät zu patchen. Und da waren wir erst bei einem Patch Level von 1.06. Da hat er die Lust verloren. Also bis zu 1.07 oder 2.0 ist er schon gar nicht gekommen. Das ist ungefähr die Regel bei solchen Geräten. Der Hersteller hat jetzt ja inzwischen auch schon 38 verschiedene neue Geräte. Die haben ein neues Design und vielleicht einen anderen Chipsatz und so weiter und hat schon lange den Bock verloren, an dem Ding noch was zu machen. Also das kann so offen sein wie ein Scheunentor. Da guckt kein Mensch mehr hin. Und ich befürchte mal, dass das so 90% der Elektronik in unseren Haushalten betrifft. Wobei die Unterscheidung eben ist, wenn es sich um ein Gerät ohne Internetkontakt handelt, dann ist das eigentlich wurscht. Also die Kaffeemaschine, besonders dolle Kaffeemaschine, wo letztlich ein kleiner Computer drinsteckt, und die hat ja auch eine Firmware, solange die keinen Internetanschluss hat, prüft der Benutzer einfach, funktioniert das Teil? Kommt da Kaffee raus oder riecht es nach Schweiß? Ne? Wenn da kein Kaffee rauskommt, dann findet man es unwitzig, weg mit dem Ding. Wenn Kaffee rauskommt, ist gut. Und dann ist diese Beurteilung der Lage auch richtig, was dieses Gerät angeht. Ne? Es geht von diesem Gerät dann keine Gefährdung aus. Wenn jetzt aber dieses Teil wahnsinnigerweise einen Internetanschluss bekommt, ändert sich ja die Sicherheitslage entscheidend. Wenn dieses Gerät dann auch noch nicht mal einzeln steht, sondern es hat Zugriff auf ihr ganzes Hausnetz mit Computern, mit Kameras, Mikrofonen, und was da sonst noch so alles rumschwirrt. Das schicke Vischophon hängt auch noch am WLAN und so weiter. Dann ändert sich wirklich die Sicherheitslage in Ihrem Haushalt durch dieses eine Gerät entscheidend. Viele haben wahrscheinlich schon so ein Gerät im Wohnzimmer und sitzen heute Abend davor. Das nennt sich dann Fernseher. Das hat irgendwo einen Internetanschluss. Und da ist auch eine Firmware drin, die ist noch beschissener als die eben gezeigte. Also noch bei weitem beschissener. Und die wird also, wenn überhaupt, dann nur einmal gepatcht oder zweimal. Denn dann gibt es das Ding ja auch schon in größer, schöner, schicker, fluffiger. Dann hat der Hersteller endgültig die Lust verloren. Wenn jeder noch eine Kamera, dran hat, dann ist es noch besser. Natürlich, ja. Haben Sie jetzt in Nachrichten gezeigt von Samsung, dass die Leute, die davor saßen, praktisch... Ja. Wurden, beziehungsweise konnte man praktisch IPTV, dann die Leute halt beobachten. Da habe ich auch einen, jetzt habe ich jetzt hier keinen Internetzugang, nicht? Mal gucken, ob ich das... Ja, ich habe mich vorher aber nicht verbunden, das geht natürlich gar nicht. Also es gibt auch gerade ein schönes Beispiel von einer, Kamera, die kleine Kinder überwachen soll. So ein Babyfon. Babyfon mit Kamera. Und diese Kamera hat sogar einen Rückkanal und die muss natürlich auch einen Anschluss ans Netz haben. Das ist natürlich auch ein tolles Feature. Dann können Sie also Ihr Neugeborenes da im Kinderknast in so einem Gitter einsperren und fahren erstmal nach Hamburg in eine schicke Pizzeria. Und dann können Sie da mit dem Smartphone von Hamburg aus gucken, ob der Kleine auch schön schläft. Und wenn das Kleine da an den Stäben rüttelt, dann können Sie es über den Rückkanal auch noch anbrüllen. Ne? Halt die Klappe, du Balk. Ne? Also tolles Feature, super Sache. Und das hat dann auch irgendwo in USA-Land ein Einbrecher in dieses System getan. Also der hat sich da reingehackt, hat das Kind eine Weile angeguckt und dann hat er am Schluss das Kind angebrüllt und dann das Weite gesucht, elektronisch. Da muss man sich jetzt so fragen, wozu sowas? Also denken die Leute, die sowas bauen, denn überhaupt nach? Ich habe Zweifel. Da hege ich jetzt Zweifel. So, wo sind wir angekommen? Ach so, diesen Belkin 600, da leuchtet er, nicht? Also das ist das Gleiche wie das hier, frisch verschorben, könnte ich jetzt auch kaufen. Ich glaube, Belkin ist die Billigmarke, die Konsumermarke von Kisco, ne? Oder?
Herr Krolage, Sie wissen das doch, oder? Belkin, von welcher irgendein ganz großer Laden aus Amerika verkauft dann seine Billig- und Konsumware als Belkin, glaube ich. So, die CT kam jetzt vor 2 Tagen auf meinen Tisch und mit diesem Titel, Gefährlich ab Werk. Das ist also jetzt genau die Klasse, in der ich jetzt gerade rumrühre, nicht? Gehackte Autos, spionierende Router, tödliche Medizintechnik. Also wenn jetzt natürlich das Atemgerät, an dem Sie jetzt gerade mit Schnappatmung hängen, auch noch von irgendeinem Spielkind aus der Ferne mal eben auf schnell und langsam und dann gucken wir mal, was der Regler da so hergibt, gestellt werden kann. Und das kann so sein, dann sind Sie am Schluss natürlich der Verlierer. Ne? Denn wenn er dann Ihren Alarm auch noch ausstellt, dann werden Sie am nächsten Morgen von der Putzfrau entdeckt, wenn Sie kalt sind. Das war's dann. Ne? Kann also einem den Tag versauen. Das ist das Thema, das die da gerade haben. Überhaupt, wer im Raume hat denn eigentlich überhaupt keine oder ganz wenig Kontakt mit IT bisher und ganz wenig Übersicht? Ich hoffe, dass ein paar davon da sind. Oder sind hier nur Fachleute, die vieles, wenn nicht vielleicht auch nicht alles, besser wissen als ich? Na, wir werden sehen. Gut, das haben wir abgearbeitet. Fukushima, selbstfahrende Autos. Fukushima, ich habe ja gesagt damals schon, das ist Dummheit, die man aus dem Weltall sehen kann. Warum? Sehen Sie das da? Können Sie erkennen, was das ist? Sie kennen das, ne? Aus meinem ersten Vortrag. Das ist eine Treppenstufe. Man hat Fukushima auf den Strand gebaut, dicht ans Wasser, weil man ja Wasser für die Kühlung brauchte. Und dann hat man aber hier an dieser Stelle ungefähr 30 Meter Boden abgetragen. Sehen Sie, das ist da auch hier so ein Kanal, eine lange Rampe, um da runterzukommen. Also man hat darauf verzichtet, das Kernkraftwerk hier oben in 35 Meter Höhe über dem Meeresspiegel zu stellen, sondern man hat enorme Mengen Material hier abgetragen. Hier sind die Blöcke 1 bis 4, 5 und 6 ist noch gerade im Bau. Man hat also ungefähr 30 Meter Material abgetragen, um die Dinger tiefer zu stellen. Dafür gab es 2 Argumente. Das eine Argument ist vielleicht ein bisschen nachgeschoben, aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Man stellt Kraftwerksbauten gerne auf einen Felsen und nicht auf Mutterboden. Gut, kann man noch verstehen. Zweitens, man wollte Geld sparen. Die Leitungen und Pumpen für Kühlwasser konnten jetzt billiger gebaut werden, weil das Wasser jetzt nicht mehr 35 Meter, sondern nur noch ungefähr 10 Meter hochgepumpt werden musste. Und dann wurde noch nachgeschoben, nach der Katastrophe von irgendeinem Vorstandsmenschen, der Transport der Containment-Behälter, der 500 Tonnen schweren Sicherheitsbehälter, war einfacher. Die wurden mit Schiff angeliefert und mussten hochgehoben werden. Finde ich nicht ganz so akzeptabel, denn wenn man sie 10 Meter hochheben kann vom Wasser, dann kann man sie auch 35 Meter hochheben. Das ist kein Argument. Also letztlich wollte man Geld sparen bei dieser Nummer. So, nun passierte, glaubt jemand von Ihnen an Gott oder Jahwe oder Allah oder so? Vielleicht ist der ein oder andere dabei. Also nennen wir ihn mal Gott, das ist ja in diesem Kulturkreis so üblich, ob es nun, wer auch immer es denn sein mag. Ne? Der hat sich das von oben eine ganze Weile angeguckt, der hatte bestimmt dasselbe Bild, wenn nicht besser. Ne? Also seine Optiken sind bestimmt nicht schlechter als unsere. Und Gott hat, wenn man denn nun an ihn glaubt, mehrere Warnungen geschickt. Nehmen wir mal Tschernobyl als Warnung 1.0. Ne? Da hat man so gemerkt, wie scheiße das ist, wenn so ein Kraftwerk durchgeht. Ne? Tschernobyl war nun geboren, wenn Sie sich das mal zu Gemüte führen, aus menschlicher Blödheit, richtig Hybris. Da hat mal einer, ganz wichtiger Ingenieur, ich bin schlauer als alle anderen, die Regler mal zum Anschlag gedreht, weil er dachte, es wird schon gut gehen. Ne? Ging aber nicht gut. Und da standen um ihn herum lauter befragte Adlaten, seine Leute zweiter Ordnung. Denen hat er gesagt, Fresse halten, ich mache das jetzt. Und dann haben sie die Fresse gehalten. Ne? Aber keiner da, der mal eben die Feueraxt von der Wand genommen und ihn aus dem Spiel genommen hat. Hätte man ja machen können. Ne? Also das wäre jetzt ein Held der Sowjetrepubliken, wenn es einer getan hätte, hat aber keiner. So. Mhm. Vielleicht gab es sogar eine Warnung 0.5. Nämlich Three Mile Island, so heißt das, glaube ich. Das ist ein Reaktorblock in Amerika genau desselben Typs, der im Jahre 1979 des Herrn durchgegangen ist. Auch ein lesenswerter Artikel, bei Wikipedia können Sie so lesen, wie das so vor sich ging. Da hat
ganz banaler Anfang, nach einigen kleinen Vorgeplänkeln, irgendwer hat irgendwelche Ventile probeweise mal auf und nicht wieder zugedreht und das dann vergessen. Und 48 Stunden später kam irgendeiner auf die Idee, mit einem Gartenschlauch Strom in, Wasser in irgendeine in unseren Stromkanal zu leiten oder so. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf und endete in einer partiellen Kernschmelze, die aber netterweise den Sicherheitsbehälter nicht verlassen hat. Darum wurde das nicht so eine Großkatastrophe wie das da. Gut, also nehmen wir das mal 0.5, Warnung 1.0 Tschernobyl, Warnung 2.0 meiner Ansicht nach Phuket. Ne? Der Tsunami mit einer Wellenhöhe von 12, 13 Meter. Oder sowas. Das war im Jahre des Herrn 2007, glaube ich. Oder? 2004, stimmt. Es waren 7 Jahre bis zu diesem Tsunami. So, die hatten jetzt also nach dem Tsunami in Phuket, als er der Monsterpuff der westlichen Welt wegschwamm, 7 Jahre Zeit zum Nachdenken. Jetzt nehmen wir mal an, wir alle sind mehr oder weniger subalterne Mitarbeiter dieser Reaktor. Betriebsgruppe da. Die Betriebskampfgruppe Fukushima, ne, das sind wir ja alle. Wir haben jetzt gerade hier ein Betriebsfest und vor 2 Tagen ist Phuket weggeschwommen. Da wäre vielleicht der ein oder andere von uns besorgt. Ne? Könnte man ja denken. Man sitzt da auf seiner selbstgebauten Riesenbombe mit unverbaubarem Ausblick aufs Meer. Und vor einem ist nur so eine komische Steinbohne hier. Also man kann hier ganz gut sehen, die Wirkung, vielleicht war schon mal einer in Schilksee. Kennen Sie den Segelhafen von Schilksee? Der sieht aus der Luft ähnlich aus. Also da können Sie ungefähr die Höhe dieser Steinbuhne sehen. Diese Steinbuhne sorgt dafür, dass bei unruhiger See, ich denke mal bis zu einer Wellenhöhe von 3 Metern, Schiffe hier reinfahren können. Als Segler würde ich sagen, da kann man hier drinnen Aufschießer fahren und die Segel bergen. Wenn man natürlich als Frachtschiff hier reinkommt, dann kann man dabei drehen und in Ruhe anlegen, ohne dass 3 Meter Wellen einen mit Macht ans Kai drücken. So, ab der 3 Meter Welle bleibt man draußen. So ist das ungefähr. Und das ist also kein substanzieller Schutz gegen so eine Vollkatastrophe. Die haben also 7 Jahre lang da gesessen und, wie wir jetzt als Klugscheißer sagen können, jetzt wissen wir es ja, substanziell haben sie nicht genug getan. Sie haben einiges getan. Aber substanziell ja nicht. Also alles, was wir jetzt als Klugscheißer oder ich jetzt als Klugscheißer nachträglich sagen kann, ich sitze jetzt natürlich hier warm und trocken und kann darüber dozieren, was man hätte besser machen können. Aber auch wenn ich dann als Klugscheißer erscheine, habe ich ja trotzdem recht. Das ist übrigens etwas für die allgemeine Lebensführung. Also lassen Sie sich nicht verscheißern. Wenn etwas beschissen läuft, dann läuft es auch dann beschissen, wenn man Sie als Arschloch tituliert. Also Sie sitzen in einem Konzert, vorne sitzt Alfred Brendel am Flügel und spielt die Mondscheinsonate. Und dann sitzen da lauter unterschiedliche Leute im Auditorium und irgendwo sitzt auch der völlig ungebildete Mensch und denkt, oh, Mondscheinsonate, Mozart ist ja auch sehr schön, nicht? Aber wo ist hier eigentlich die E-Gitarre? So, und jetzt verspielt sich Alfred Brendel. Gut, was jetzt an diesem Bild nicht stimmt, ist, Alfred Brendel verspielt sich nicht, aber nehmen wir es mal an, dann wird unser Prolet mit Mozart ist aber schön, ne? Mondscheinsonate Mozart, ganz richtig sagen, da stimmt was nicht. Das merkt jeder. Ne? Und das wird sich auch dann nicht ändern, wenn ich ihm sage, du hast von Musik gar keine Ahnung. Du kannst ja nicht eine Note Klavier spielen. Spiel doch mal das C. Kann er nicht. Trotzdem hat er recht. Ne? Also lassen Sie sich nicht verscheißern. Wenn was scheiße ist, dann bleibt es auch scheiße, wenn Sie ansonsten selber doof sind. Und jeder von uns ist doof auf unzähligen Feldern. Ne? Jeder kann 1 bis 2 Sachen ganz gut und alles andere kann er mäßig und ganz viel kann er gar nicht. Das ist aber, wenn irgendwas, ne, wenn meine Tasse umfällt und Sie sagen, oh, da ist die Tasse umgefallen, haben Sie trotzdem recht. Ne? Auch wenn ich Sie doof finde oder so, das ändert nichts daran, ich habe meine Tasse umgestoßen. Also lassen Sie sich nicht verscheißern. Und das betrifft jetzt eben auch meine Art der Klugscheißerei hier. Das mag dann vielleicht klugscheißerisch und besserwisserisch klingen. Nicht? Das ist eine Übungskünstlichkeit, die sich nicht vermeiden lässt. Trotzdem bleibt eben festzustellen, die haben da nicht genug getan. Der Kardinalfehler, der alles ins Rollen brachte, war gar nicht das Wasser und dass sie völlig blöd waren. Die Reaktorsicherheitsbehörde von Japan ist ja nicht die eines Entwicklungslandes. Da sind ausreichend gute Leute drin. Sondern es gab so ein paar Kleinigkeiten, die sie aus irgendwelchen Bockigkeiten im System nicht bereinigt haben. Hier war entscheidend, die Notstromaggregate saßen am tiefsten Punkt der ganzen Anlage
und wurden so überflutet, dass da überhaupt keine Chance war, dass da jemals irgendwie Strom rauskommen konnte. Und dann gab es keinen Plan B. Das hatte sogar noch einen Grund, dass Sie da unten sagen. Das ganze Konzept, was Sie für diese Notstromabgabe übernommen hatten, basierte auf USA, Texas. Und dort sind die Tornados das Hauptproblem. Das heißt, da fliegt irgendwas durch die Gegend, was dann nachher bis zu Baum- oder Lastwagengröße maximal sein kann. Und dass man hier vielleicht ein ganz anderes Szenario hat, weil man so nah am Wasser ist. Und Tsunami ist ja schon, heißt Hafenwelle und kommt aus dem Japanischen. Ich meine, das ist ja schon eine Warnung 0.0, ja. Kann man so sagen, genau. Also das falsche Szenario überhaupt hier angewendet. Ja, also die unkritische Übernahme fremder Baupläne letztlich, ne, war ganz klar. Und das Interessante daran, weshalb ich so darauf rumreite, ist, ich versuche das Exemplarische daraus zu destillieren, nämlich die Unfähigkeit einer Großgruppe bei ausreichender Intelligenz eine katastrophale Fehlentwicklung zu korrigieren. Also eine meiner lustigen Quellen ist zum Beispiel dieses lustige Buch hier über die Dummheit von Horst Geier. Der schreibt sehr launig und er beschreibt verschiedene Arten von Dummheit. Also standardmäßig das kürzeste Kapitel sind Dumme. Also Menschen, die doof sind, das ist nichts Erschütterndes, die gibt es natürlich. Aber da gilt, jetzt mal sozusagen aus Arbeitgebersicht, es ist nicht richtig, von jemandem mehr zu verlangen, als er zu leisten imstande ist. Wenn ein Doofer eben doof ist, dann ist das nicht vorwerfbar. Punkt. Ne? Nächstes Kapitel. Dummes Verhalten bei ausreichender Intelligenz. In dieser Ebene sind wir jetzt hier gerade. Ne? Und nächstes Kapitel, dummes Verhalten durch zu hohe Intelligenz. Der Abgehobene, der Herr Professor. Ich hatte mal einen Lateinprofessor, der wurde von Studenten abgeholt zu einer lustigen Veranstaltung. Da saß er das erste Mal in seinem Leben, glaube ich, in einem Auto, wurde aufgefordert, sich anzuschnallen. Und dann zog er den Gurt aus der Wand und legte ihn sich um den Hals. Das würde ich jetzt in dieses Kapitel dummes Verhalten infolge zu hoher Intelligenz verorten. Denn was Latein angeht, war der Mann natürlich eine Koryphäe, war klar. Und das letzte Kapitel in diesem Buch heißt kluges Verhalten trotz niedriger Intelligenz. Also einfach der schöne Spruch, wenn du von was keine Ahnung hast, fummel nicht dran rum. Nicht? Also das ist ganz interessant, dieses Ding, also ein bisschen Soziologie oder Philosophie. Vielleicht das ist eine der Quellen, die dieser Betrachtungsweise zugrunde liegt. Also was mich interessiert, ist hier weniger Technik eigentlich als die Soziologie. Was ist in einer Großgruppe los, die nicht dazu in der Lage ist, katastrophale Entwicklung trotz ausreichender Vorwarnung zu korrigieren? Ne? Ganz entscheidender Punkt an dieser Sache. Und das betrifft eben auch den Rest der Punkte, die ich hier abarbeiten will. Jetzt muss ich aber, glaube ich, mal einen Zahn zulegen. Nicht? Also Fukushima, ich bin jetzt auf den Japanern so ein bisschen rumgeritten. Bei uns werden Fehlentwicklungen genauso wenig korrigiert. Also wir haben überhaupt keinen Grund, uns da überheblich zu zeigen. Eine kurze Ehrenrettung der Japaner. Ja. Bei uns scheinen etliche Leute geglaubt zu haben, dass ein Seebeben vor der japanischen Küste ein untrügliches Vorzeichen für ein gleich schweres Erdbeben in Mitteleuropa wäre und dass deshalb sämtliche Kernkraftwerke möglichst schnell abgeschaltet werden müssen, um so ein Maximum an Schadensersatzforderungen zu generieren. Ja gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, nicht? Das führt jetzt ab von dieser Sache. Ja. Nicht? Also diese Diskussion über Atomkraft oder Nicht-Atomkraft und Sinn und Unsinn und so weiter, die wurde ja unterschiedlich ideologisch geführt. Als ich ein junger Mann war, also vor urdenklichen Zeiten, da war die Atomkraft sozusagen eine Frage der Staatsräson. Nicht? Und da waren also nur solche Linken und Fusselfressen dagegen. Und ich war damals der Meinung, rein subjektiv, ich wurde gerade Soldat in der Zeit, man müsse natürlich diesen edlen Staat vor diesen linken Fusselfressen in Schutz nehmen. Und also weil die anderen so böse waren, war die Atomkraft gut. Auch ein geistiger Kurzschluss besonderer Güte. Nicht? Man hört vielleicht raus, dass ich inzwischen anderer Meinung bin. Nicht? Also irgendwie hat sich ja gezeigt, dass die Fusselfressen da recht hatten. Komisch. Nicht? Das ist auch nicht nur Reiten auf Japan oder Japanern. Deutsche Ingenieure haben zertifiziert und kontrolliert. Ja, das auch. Also es wurde in Brockdorf wurde mal eine komplette Bedienmannschaft ausgewechselt, ganz im Stillen. Weil die nämlich monatelang irgendwie ein Warnsignal einfach mit der Kneifzange abgeschaltet haben, weil es sie nervte. Ne? Da lief irgendwas schief, die haben dann den Summer abgestellt, weil sie keinen Bock hatten und haben nicht mehr hingeguckt. Da hat man hinter den Kulissen ganz still die komplette Mannschaft vom
vom Obergefreiten bis zum Kommandeur ausgetauscht. Alle neu. Ne? Da wurde nicht drüber geredet. Also wir sind kein Deutsch schlauer. Also ich habe auch ein schönes anderes Beispiel, die Odenwaldschule. Vielleicht ein Begriff? Das Musterinstitut bundesrepublikanischer Erziehungswissenschaften war ja letztlich ein Kinderficker-Institut, um es mal ganz klar zu sagen. Ne? Da wurden über Jahrzehnte Jungs vergewaltigt von Lehrern. Und keiner hat was gesagt. Das wurde nicht korrigiert, dieses Verhalten, über 30 Jahre lang. Weder von anderen Lehrern noch von Mitschülern. Die Mitschüler von diesen Leuten, die damals weggeguckt haben, die sitzen inzwischen überwiegend in den Medien. Wenn Sie mal recherchieren, wer alles in der Odenwaldschule war, damals, als sich diese Vorfälle abspielten, und wer jetzt in den Medien sitzt, da gehen Ihnen die Augen über. Das ist ganz herrlich. Die belehren uns jetzt über Hochmoral. Keiner von denen ist aber damals seinen Mitschülern zu Hilfe gekommen. Die Odenwaldschule ist jetzt gerade erledigt. Also die ist, glaube ich, vor 3 Monaten jetzt endgültig pleite gegangen. Aber das war das Hohe Institut der bundesrepublikanischen Erziehungswissenschaften. Wunderbare Sache das. So, was haben wir denn noch so Schönes? Smartphone, schalte ich mal weg. Social Media. Ich habe ja eine kleine Firma und damit niemand anders unter Datendienst Kiel einen Twitter-Account anlegt, haben wir auch einen Twitter-Account angelegt. Ich habe da nie wieder reingeguckt, interessiert mich auch nicht die Bohne, da ist noch nie was Sinnvolles gekommen, aber leider kriege ich immer Mails, die mir vermelden, dass da irgendwer was getwittert hat, der jetzt irgendwie Follower von mir ist oder wie das funktioniert. So, und da sind so schöne Sachen. Ich habe mal 2. Juli 2015, ein Klammeraffe Revinzeit ist da also besonders aktiv, von dem höre ich fast täglich. 2. Juli, sich manchmal wünschen, fliegen zu können, um von oben auf Menschen kacken zu können, wird mir da vermeldet. Ja, meint er mich jetzt oder was soll das? Ne? Am 3.6. hat ein Klammeraffe B. Schweinsteiger getwittert, alles Gute zum Geburtstag, at Mario Götze, happy birthday Mario. Wie mich das jetzt erreicht hat, ich weiß es nicht. Aber wer will das wissen? Ne? Wer will so einen Scheiß wissen? Wenn ich jetzt, wir kennen uns, ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. Das ist ja irgendwie eine nette Geste. Wenn ich jetzt aber darauf bestehe, das auf der Bühne des CCH zu machen, dann werden Sie möglicherweise daraus schließen, dass Sie am allerwenigsten gemeint sind. Nicht? Ich will jetzt meine eigene Güte hier präsentieren. Nicht? Das ist hier B. Schweinsteiger. Nicht? Der will sich nämlich auf der eigenen Güte ein und so weiter. Lassen wir das. Und es ist also völlig verschoben, die Sache. 22.06. schreibt mir wieder mal Revinzeit, glaube ich, Julian hat etwas gesagt. Das war die ganze Meldung. Ja. Gut. Diese sozialen Medien werden aus meiner Sicht, also ich versuche mich jetzt auf die andere Seite des Bootes zu setzen, sage ich das, nicht? Also es kippt aus meiner Sicht ins Irre. Und darum übertreibe ich es auf der anderen Seite ein bisschen, damit das Boot wieder gerade liegt. Das ist ja Sozialgeräusch, also was da in diesen sozialen Medien abläuft. Das ist das, was die Affen tun, wenn sie nebeneinander sitzen und sich die Läuse aus dem Fell lesen. Das hält den Zusammenhalt in der Gruppe, ob das nur eine Schulklasse ist oder der kleine Fortpflanzungstrupp, nicht? Heutzutage Beziehung genannt. Krank wird das Ganze dann, wenn Sie dieses Sozialgeräusch aus seinem Sinnzusammenhang nehmen, also aus seinem Geltungsbereich sozusagen. Also meinetwegen das Gemurmel zwischen meiner Frau und mir am Frühstückstisch. Da geht es nicht um Hegel. Ganz selten. Also meine Frau hat mich noch nie nach Hegel gefragt oder nach Schopenhauer oder auch nach was Technischem, fragt sie mich nur, wenn ihr Rechner mal nicht geht und dann in anklagendem Ton. So, habe ich das jetzt laut gesagt? Oh mein Gott, wenn sie das jetzt sieht. Aber egal. Dieses Sozialgemurmel ist natürlich das Kitt zwischen Menschen. Aber wen interessiert das denn außerhalb des Geltungsbereichs? Nicht? Also stellen Sie sich mal vor, Sie müssten jetzt das Sozialgemurmel Ihres Wohnblocks den ganzen Tag sich anhören. Nicht? Also dass Karl Otto wieder den Müll nicht runtergetragen hat und die Diskussion von was weiß ich wem. Alles dummes Zeug. Nicht? Zeitverschwendung aus meiner Sicht. Es gibt dieses Sozialgeräusch in verschiedenen Tonlagen. Das fiel mir jetzt beim Schreiben auf. Also wenn jemand von Ihnen vielleicht 2 Töchter hat, die jetzt so gerade ins pubertierende Alter kommen, dann fangen ja Töchter manchmal an, einen Zickenkrieg gegeneinander zu führen, der sich gewaschen hat. Also da läuft ja nichts unter 120 Dezibel. Und das Einzige, was ja hilft, ist Geduld und ein Gehörschutz. Oder sie wandern aus. Aber das ist
letztlich das Sozialgeräusch, das verschiebt sich ja. Vorher war vielleicht Flöte, Pfeif und Eididei, man mochte sich und das hat sich jetzt verschoben, wie Hunde aufeinander zugehen. Ne? Zwei Hunde an der Leine, kennen Sie ja vielleicht. Ne? Das ist der normale Unterhaltungston. Und dieser Unterhaltungston bei Hunden hängt ja aber auch davon ab, dass die beide an der Leine sind oder ist es ein Zaun dazwischen. Preisfrage, bei den beiden Töchtern, wer ist jetzt der Zaun oder die Leine? Ne? Sie, die Eltern. Wahrscheinlich würden die beiden sich sogar vertragen, wenn sie alleine in der Wohngemeinschaft lebten. Oder sie würden nicht so laut rumbrüllen. So, nächstes Thema, staatliches Handeln. Also ich arbeite jetzt sozusagen hier meine Zweifel an der aktuellen Entwicklung ab. Nicht? Seit Snowden wissen wir ja, dass das alles nicht, wie man uns verscheißert hat, die letzten 10, 15 Jahre Verschwörungstheorien waren. Verschwörungstheorie ist ja so ein BRD-Wort, dass man Verzweifler hatte, was heißt, halt die Fresse. Ne? Was anderes, einen anderen Inhalt hat das nicht. Ne? Halt's Maul. Das ist so eine Art, einen Ketzer einen überzuziehen, damit er die Klappe hält und einen nicht mehr stört. So, jetzt wissen wir ja, diese Verschwörungstheorien sind eigentlich alle wahr. Ganz im Gegenteil, das ist noch viel schlimmer, als man sich jemals gedacht hat. Also, die Staaten, der Staat, sagt Nietzsche, die Staaten sind die kältesten aller Ungeheuer. Der Staat an sich ist bösartig, auch unserer. Und zwar uns gegenüber. Sein Ziel ist Überwachung. Um mal wieder einen Altlinken zu zitieren, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, Noam Chomsky ist ein jüdischer Professor am MIT in Amerika, der sich auch schon in der Zeit des Vietnamkrieges als Kommunist bezeichnete. Er wurde dann nicht aus dem Leben geschubst, vermutlich weil er Jude ist. Also der sitzt da bis heute und darf sagen, was er denkt, wenn auch fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also wir müssen ihn suchen, er kommt nicht in die, auf Seite 1 in einer Zeitung. Aber das ist ein ziemlich klarer Denker und der sagt eben zu diesem ganzen Überwachungsscheiß, es geht überhaupt nicht um Terrorismus hier oder so ein Quatsch. Nicht? Ich meine, das muss ich heute nochmal sagen, Terror, Terror, Bombe, Bombe, nicht? Ist ganz wichtig. Sondern es geht um Kontrollwissen. Es geht um Kontrollwissen über die Bevölkerung. Nicht? Und unser Staat, was hat unser Staat jetzt seit Bekanntwerden dieses Elends durch Snowden getan? Nichts. Gar nichts. Aber wir wissen ja jetzt, dass unser Staat Daten, unser aller Daten aus den Vermittlungsstellen unseres schönen Landes ausleitet. Teilweise ziehen die Amerikaner sich das direkt ab, weil sie da drin sitzen in den Vermittlungsstellen. Teilweise hilft der BND ein bisschen nach, das ist unterschiedlich geregelt, je nach räumlichen Gegebenheiten und so weiter. Aber im Endergebnis jedenfalls landen unsere Daten bei diesen Five Eyes, also diesen westlichen Edelstaaten, die sozusagen von Jahwe oder Gott oder sonst wem befugt sind, all unserer Kommunikation darauf zu untersuchen, ob wir was Falsches denken. So ist die Lage und passieren tut da gar nichts. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auf einer lustigen Veranstaltung des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz, ULD, nennt sich Sommerakademie. War außer mir noch jemand da? Kennt das jemand? Kann ich also sehr empfehlen, das eine, also um im Politikerdeutsch zu sprechen, eine hochkarätige Veranstaltung. Also laufen wichtige Leute rum. Nicht? Leute, die ungleich viel wichtiger sind als ich. Also ich bin da ja nur eine Ameise unter ferner Liefen, aber da laufen wirklich wichtige Leute rum. Da kommen Datenschützer aus dem ganzen Land angereist. Also da kommt einer aus Passau nach Kiel, um sich diese Veranstaltung anzutun, einen Tag lang. Ist auch wirklich hübsch, es gibt auch nette Schnittchen, ist meistens in einem netten Hotel hier in Kiel, geht den ganzen Tag, ist eine tolle Sache. So, ich habe diese Veranstaltung von Anfang bis Ende verfolgt. Ich konnte nun nicht in allen Vorträgen gleichzeitig sein, das ist ein bisschen organisiert wie hier, 4, 5 Vorträge gleichzeitig. Aber jedenfalls in dem Datenstrom, der da an mir vorüberschwamm, wurde eine Sache, die ganzen Diskussion über Datenschutz, überhaupt nicht erwähnt, nämlich die eben angesprochene. Dass mit Hilfe unseres Staates von uns bezahlt diese Five Eyes aus unseren Vermittlungsstellen all unsere Daten abschnorcheln. Das wurde damit keinem Wort erwähnt. Das macht aus meiner Sicht so eine Diskussion von 8 Stunden über Datenschutz mit 300 Leuten zu absurdem Theater. Ich meine, vielleicht bin ich ja ein bisschen schräg davor, ich weiß nicht, wie Sie das beurteilen, aber ich finde das schon relativ grundlegend. Also aus meiner Sicht sieht das so aus wie ein Ärztekollegium, das um einen Verletzten herumsteht. Der blutet aus einer klaffenden Wunde in der Brust und es ist dem Ärztekollegium bei Strafe verboten, über diese Wunde zu sprechen. Sie dürfen sprechen über seinen Fußpilz, über seine Haarschuppen, über den gebrochenen Finger und wo hat er denn wohl diese Narbe am linken Fußgelenk her? Herrlich! Aber über diese Wunde darf nicht gesprochen werden. So, absurdes Theater.
Ne? Absurdes Theater. Es wäre genauso absurdes Theater, meine Damen und meine Herren, wenn Sie jetzt alle zu einer Demonstration für den Datenschutz loslaufen, alle mit dem Smartphone in der Tasche. Wäre genauso absurdes Theater. Also, herrliche Sache das. Nicht? Es gibt zu dem Thema auch einen schönen Transparenzbericht. Es gibt einen Mail-Anbieter, Posteo heißt der. Der hat jetzt für das Jahr 2014 einen Transparenzbericht veröffentlicht. Da hat er, nachdem er das hat abklären lassen, dass das zulässig ist und er nicht aus dem Leben geschubst wird, veröffentlicht, welche Anfragen die Sicherheitsbehörden an ihn gestellt haben, um auf die Post von seinen Benutzern zuzugreifen. Posteo hat das nun so konstruiert, dass das eigentlich de facto kaum geht und hat dann mal schön durchkategorisiert, das ist sehr lesenswert, wie viele von diesen Anfragen formal korrekt waren. Ich glaube eine, ne? Eine oder zwei? Eine, ja. Die ja. Andere, die haben sie, glaube ich, dann fallen gelassen, als die eine Rückfrage hatten. Ja, also aber es waren auch nicht so. Es waren so 17, 18 Anfragen an diesen E-Mail-Anbieter. Er ist ein kleiner, hat 100.000 Kunden oder sowas. Und es war nur eine einzige Anfrage formal korrekt. Alle anderen waren grob ungesetzlich aufgrund irgendwelcher Parameter. Also zum Beispiel. Das ist ein Eingriff in Post- und Fernmeldegeheimnis. Ne? Also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, um die Dramatik auch so ein bisschen zu sehen. Ja, ja, ja. Nur eine formal korrekt, genau. Also allein die kritisierten unter anderem eben die Übermittlung von personenbezogenen Daten. Nicht? Die Staatsanwaltschaft Berlin möchte jetzt Ihr Konto sehen. So, diese Daten wurden dann auf dem E-Mail-Wege offen übermittelt. Das ist komplett unzulässig. Und zwar nach den Gesetzen eben dieses Staates, der da anfragt. Also das ist blamabel, sehr lesenswert die ganze Sache. Sehr, sehr lustige Angelegenheit. Unsere Regierung hat, wie sich ja jetzt herausgestellt hat, kein No-Spy-Abkommen mit den Amerikanern oder irgendwelchen anderen von diesen glücklichen Five. Es hat dieses No-Spy-Abkommen, haben Sie vielleicht gehört, nicht? Das war so eine Ausrede kurz vor der Wahl. Alles wird gut, kurz nachdem Herr Pofalla die NSA-Affäre für beendet erklärt hat. Nicht? Den können Sie auch noch diesen Scherz bolten, lassen wir das jetzt. Mit Pofalla beendet Dinge gibt es eine Webseite, www.pofallabeendetdinge.de. Nicht? Und da haben Sie ihn gründlich verscheißert. Und da kam dann plötzlich dieses Gerücht auf von, es wird ja ganz streng verhandelt über ein No-Spy-Abkommen zwischen BRD und USA-Land. So, dieses Abkommen hat es nie gegeben. Das ist eine reine Propagandaveranstaltung unserer Regierung gewesen, um uns zu beruhigen. Und die lieben Amerikaner waren noch nicht mal so nett, wenigstens so zu tun, als gäbe es das. Sondern die haben einfach immer nur streng gesagt, leckt uns am Arsch, seht zu, wie ihr klarkommt. Nicht? Meine Übersetzung, wir haben das natürlich diplomatischer ausgedrückt. Nicht? Mir scheint jetzt so ein bisschen, was überhaupt existiert, das ist eher wohl ein No-Brain-Abkommen unserer Regierung mit den eigenen Geheimdiensten. Denn in diesen Untersuchungsausschüssen, da sitzen dann hohe Herren, also unter anderem der Chef des BND und hohe Politiker und können sich an nichts erinnern und wissen auch beim besten Willen nicht zu sagen, was in ihrer Behörde eigentlich los ist. Keiner weiß von nichts. Ne? Also ganz herrlich. Und ich könnte mir vorstellen, wäre jetzt eine Anregung von mir, wir könnten ja vielleicht mal ein No-Lie-Abkommen mit unserer Regierung schließen. Also heißt dafür, dass wir sie bezahlen, hören sie auf, uns anzulügen. Dann glauben wir ihnen vielleicht auch mal wieder was. Das wäre ja mal eine Idee. Ne? Das wäre ganz nett. Ja. So, die Sommerakademie als absurdes Theater habe ich abgearbeitet. Überwachung, Wirtschaft und Staat in einem Bett, habe ich das mal überschrieben. Ich bin jetzt gestoßen auf ein sehr schönes Beispiel. Das holen wir doch mal wieder aufs Bild. Ah, das ist so schön. Wo haben wir sie denn? Bla bla bla. Barbie. Da. Komm her, Barbie. Da kommt Barbie. So, also. Man kann ja mit der Überwachung nicht früh genug anfangen. Ne? So, das ist jetzt ein Überwachungsteil für die Zeit nach dem Babyfon. Beim Babyfon kann ich ja noch, sofern es denn nicht ans Internet angeschlossen wird, den dienstlichen Zweck und die Relation zwischen Aufwand, Nutzen und Verletzung der Persönlichkeitsrechte verstehen. Nicht? Die Persönlichkeitsrechte würde ich jetzt persönlich so allmählich anordnen, einordnen, da wo das Kind anfängt zu sprechen. Und genau da erscheint die hier. Die hat nämlich einen Rückkanal. Da ist eine SIM-Karte eingebaut und ein Telefon. Und diese Barbie, die Vertrauensperson jetzt von Klein Erna sein. Klein Erna hat gerade sprechen gelernt und soll jetzt dieser
dieser Plastiktante hier ihre Sorgen erzählen. Und zwar, wenn Mutti nicht da ist. Machen kleine Kinder ja so. Nicht? Also das ist immer herrlich, wenn man dann so unbeobachtet sieht, Mutti, wie ihr Kind mit der Puppe spielt. Und dann spielt das Kind mit der Puppe das, was Mutti mit ihr macht. Da wird mit der Puppe so geschimpft, wie Mutti schimpft. Und wenn Mutti schlägt, kriegt die Puppe auf die Fresse. Das ist so. Nicht? Nachmachen. Durch Nachmachen, genau. Das Kind muss das ja irgendwie verarbeiten. So, und genau in diesem Kanal ist jetzt dieses hinterfotzige Gerät gearbeitet. Nicht? Also ich kann es nicht anders nennen. Denn dieses Ding nimmt auf, was Klein Erna ihm erzählt. Also nicht? Laut Werbung soll Klein Erna ihm jetzt seine Sorgen und Nöte erzählen. Und das wird dann an Mattel heißt der Scheißladen, der das gebaut hat, gefunkt. Und da steht ein Server, der das analysiert. Und möglichst in der richtigen Sprache auch noch irgendeine Antwort brabbelt. Das ist Teil 1. Dazu muss er natürlich Auftragsdatenverarbeitung, würde man das jetzt wahrscheinlich nennen, nicht? Den Datenstrom von Klein Erna erstmal aufnehmen und aus Sicherheitsgründen wird er dann auch ganz gewiss gespeichert und die Hintergrundgeräusche auch. So. Wer von Ihnen, jetzt lassen Sie sich mal nicht von dem Gruppendruck, den ich jetzt hier aufbaue, beeinflussen, wer findet das jetzt noch statthaft? Keiner? Ja, so, jetzt kommt noch Teil 2. Natürlich kriegen die Eltern, wenn sie es wünschen, auch, ich betone auch, eine Zusammenfassung dessen, was Klein Erna da gebrabbelt hat. Ja, und jetzt deklinieren wir das mal durch. Also, Entschuldigung, aber das ist ja wie eine Wanze. Wieso wie? Das ist eine Wanze. Okay. Das ist vorher belehrt, bevor sie die Puppe kriegt. Wie soll das eine Dreijährige begreifen? Ganz im Gegenteil. Also Erna kriegt den Karton hingestellt. Naja, spätestens wenn der Erziehungsberechtigte eine E-Mail-Weiterleitung einrichtet, damit er als Klangdatei Ernas Sorgen bekommt. Ne? Dann ist ihm doch klar, was er da macht. So, jetzt nehmen wir mal das Positive. Also Mattel, nicht? Also wir stellen uns jetzt vor, die schöne mit Mattel-Welt, Barbie blond und Wespentaille und Ken daneben schwarzhaarig Nussknacker-Visage in dieser schönen Welt. Sieht das natürlich so aus. Klein Erna erzählt jetzt der Puppe ihres Vertrauens ihre Sorgen. Diese Sorgen sehen jetzt hoffentlich so aus, dass Klein Erna schwer darunter leidet, dass sie irgendein Mattel-Spielzeug nicht bekommen hat. Und nun so der Plan, toben die Eltern, nachdem sie diese abendliche Zusammenfassung natürlich gehört haben, der Trecker von Mattel ist jetzt Trumpf, am nächsten Tag los und kaufen den Trecker von Mattel. Und dann ist Klein Erna glücklich und erzählt am nächsten Abend der Puppe ihres Vertrauens, das ist aber schön, dass ich von Mattel und so weiter. Also so jetzt mal die schöne Werbewelt, nicht? Das kann ich also auch. Nicht? Aber ich kann auch anders. Jetzt könnte es ja doch sein, dass Klein Erna andere Sorgen hat. Als den Trecker. Zum Beispiel könnte es sein, dass Klein Erna Sorgen hat, die in den menschlichen Defekten ihrer Eltern liegen. Es sind ja nicht alle Eltern ideal. Ne? So soll es soll ja Eltern geben, die nicht ideal sind. Und es soll Eltern geben, die vielleicht ab und zu mal unter Stress ein bisschen ruppig mit ihren Kindern sind. Und dann wird Klein Erna vielleicht irgendwie der Puppe sagen, also ich finde das irgendwie nicht schön, dass meine Mutti eine Schlampe ist und mich abends immer schlägt. Ne? So. Was passiert denn jetzt? Jetzt kriegt Fatty abends diese Klangdatei mit dieser Zusammenfassung. Was passiert jetzt? Lösung 1. Fatty schlägt Mutti. Ne? Nächste Folge. Mutti tobt los und schlägt Klein Erna. Du blöde Göre, du sollst dich petzen. Ne? So könnte es passieren. Ne? Vielleicht sind natürlich auch die Eltern unglaublich einfühlsam und auf einer breiten Schleimspur der Betroffenheit wird das Ganze jetzt durchdiskutiert. Aber wenn Klein Erna solche Sorgen hat und dem erzählt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür nicht groß. So, jetzt nehmen wir mal davon an, den Teil haben wir jetzt abgearbeitet. Nicht? Also Klein Erna kriegt auf die Fresse, weil sie der Puppe erzählt hat, was ihr wehtut. Jetzt kommt der nächste Punkt. Sie sind total lieb. Ne? Also es ist ihr Kind, sie sind total lieb. Sie haben dieses Ding da eingerichtet und sie ahnen nichts Böses. Jetzt stammelt Klein Erna irgendwas, was missverständlich ist. Dann haben Sie am nächsten Tag einen Ermittlertrupp in der Bude stehen, denn zweifelsohne werden diese Klangdateien irgendwann ausgewertet werden, nach irgendwelchen hochmoralischen Kriterien, ganz bestimmt. Und dann haben Sie da einen Ermittlertrupp aus 3 bitterböse guckenden Polizisten und äußerst schmallippigen Sozialarbeitern in der Bude, die jetzt mal der Tatsache, der Behauptung nachgehen wollen, dass Sie Ihr Kind vergewaltigt haben.
Und jetzt beweisen Sie mal das Gegenteil. Nicht? Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren. Wünscht sich das irgendwer, diese Lage? Nicht? Das kann ganz schnell gehen. Wird denn für die Sozialarbeiter nicht vorher ein Selektor gesetzt, sodass die schon sowieso in CC sind? Ja. Ich meine, wir haben ja mit den Kontrollen durch Jugendamt haben wir auch ein paar Probleme. Ja, ich denke mal, das wird landestypisch unterschiedlich geregelt werden. je nach Datenschutzlage. Die wird natürlich unterschiedlich sein, aber ich glaube, es war ein englischer oder ein amerikanischer Politiker, der mal den schönen Satz sagte, spätestens wenn Politiker anfangen, über Kinderrechte zu reden, dann wird es dringend Zeit, dass man mit der einen Hand seine Bürgerrechte festhält und mit der anderen sein Portemonnaie. Denn es geht dann immer um eins von beiden, entweder die Einschränkung ihrer Rechte oder um Geld, meistens um beides. So, nächster Punkt. Also es ist schlimm, passiert gar nicht so dieses Schlimme, sondern das alles ist gut und Klein Erna erzählt auch immer nur Programmgemäßes, aber eines Tages wird Klein Erna groß und lernt lesen. Und dann findet Klein Erna an einem verträumten, verregneten Nachmittag in ihrem Kinderzimmer ganz hinten diesen Karton. Und jetzt schwant Klein Erna, dass Fadi und Mudi ihr schon im zarten Alter von 2,5 eine Wanze in die Bude gepflanzt haben. Wie witzig wird Klein Erna das jetzt wohl finden? Was meinen Sie? Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Klein Erna sagt, ah, super, ich habe ja tolle Eltern, mache ich mit meinen Kindern auch? Oder vielleicht kommt Klein Erna zu dem Schluss, meinen Eltern ist ja das Koordinatensystem, das ethische, moralische, genauso verrutscht wie den Arschen, die dieses Ding gebaut haben. Ne? Das ist 10 Jahre später, da sind die schon alle desensibilisiert. Das kann sein, dass Klein Erna jetzt schon Smartphone-Wischerin ist und außerdem funktionale Analphabetin und dass diese Lage gar nicht eintritt. Ist möglich. Genau. So, aber das sind so die Szenarien, die man sich da überlegen muss, aus meiner Sicht. Also das ist sozusagen so ein Hobby von mir, daran, an dem ich Sie jetzt gerade mal teilhaben lasse, eine Sache zu Ende denken. Ob die jetzt zu Ende ist, weiß ich nicht. Es lassen sich sicherlich noch andere Szenarien und Nebeneffekte konstruieren. Nicht? Und Sie sehen ja in der Real World, dass es das gibt. Nicht? So zum Beispiel gibt es jetzt den ersten, ich glaube Proof of Concept heißt das, also den ersten Teilbeweis, dass man anhand der Bewegungsdaten so einer Smartwatch, die haben ja inzwischen ja sehr feine Bewegungssensoren, die Eingaben zumindest der Hand, an der die Uhr sitzt, bei der Eingabe von Passwörtern abscannen kann. Also das erleichtert das Erraten von Passwörtern, weil sie dann gewisse Bewegungsmuster erkennen können. Das steht noch ganz am Anfang. Aber das sagt mir technisch, dass diese Bewegungssensoren schon sehr, sehr fein sind. Nicht? Und verbunden mit einem lustigen Smartphone bin ich mir ganz sicher, dass es demnächst sowas gibt wie eine App Track Your Fuck Buddy, also ne? Wo dann also Chantalle ihrem Kevin abends sagt, sag mal Kevin, du warst doch offiziell auf Dienstreise in Köln. Was hast du denn im röhrenden Hirsch in Dortmund gemacht? Und wieso hast du da um 17.30 Uhr deine Uhr abgelegt? Das machst du bei mir doch nie. Ne? Und wieso lag die Annegret 30 Zentimeter unter dir? Ne? Also ja, also mir hat das ein Papa, ne, ein Kumpel von mir hat mir das vorgeführt für seine Kinder. Also aber da war noch nicht diese Bewegungserkennung drin. Also der konnte dann ungefähr sagen, wo sein Sohn im Obergeschoss sitzt, ob der vor dem Computer oder vor der Glotze sitzt. Das konnte er schon, weil der ein iPhone hatte. Das ist schon 5 Jahre her. Nicht? Darauf zielt das jetzt. Also wir sind jetzt technisch schon weiter. Sie können schon aus kleinsten Bewegungen was schließen. Also Chantalle weiß nachher, wie lange er gebraucht hat bis zum Orgasmus auf der Annegret. Nicht? Und ob es gut war oder schlecht, das weiß ich nachher alles. Da wird es ein Erkennungsprogramm geben. Was denn? Aber ob Chantalle das alles so einsetzen kann? Dafür ist ja eine App da. Eine App ist ja dafür da, um komplizierte Technik so zu strukturieren, dass sie auch von einem Schimpansen bedient werden kann. Und das funktioniert ja auch. Also da muss man ja mal sagen, bei aller Technikkritik, die ich hier übe, das ist ja eine Leistung, die diese Industrie bringt. Ich meckere hier die ganze Zeit darüber, aber so ein Smartphone ist eine dolle Maschine. Sie haben ein Kommunikationsgerät, Sie haben ein GPS-Gerät, Sie wissen auf den Meter genau, wo Sie sind. Das ist alles schön, das ist alles angenehm. Nicht? Das ist alles toll. Und trotzdem sage ich Ihnen,
die Dinger, mir kommen sie nicht ins Haus, da kann ich mir auch mit der Klobürste die Haare kämmen, das geht ja auch. Nicht? Rein technisch ist das ja kein Problem, aber ich werde niemals irgendwas Vertrauliches mit so einem Smartphone machen. Niemals. Also was ich besitze, ist hier so ein Telefonieknochen. So eine Kiste. Nicht? Der hat nun immerhin, er hat keinen GPS, aber er hat auch eine Kamera, erster Sicherheitsmangel, aber die hat nur 3x3 Pixel. Nicht? Also wenn ich da jetzt bei erotischer Tätigkeit irgendwelche Selfies mache, so nebenher, gut, tut dem Fortkommen natürlich auch nicht gut, wenn man dann immer einen Arm draußen haben muss. Aber Sie sind nicht allein, ich habe genau. Ja, also ich habe das auch, weil es wasserdicht ist. Sprechen wir auch mal über Nachhaltigkeit. Wer von Ihnen ist denn für Umweltschutz? Auch mal so eine fiese Suggestivfrage. So, Ihr Smartphone-Benutzer. Ne? Also das Ding hier, das habe ich jetzt gerade neu in Betrieb genommen. Ich habe mir vor 6 Jahren 2 davon gekauft. Das erste ist jetzt fertig. Also technisch nicht, es geht immer noch, aber es sieht so scheiße aus, dass ich damit hier nicht vor Leuten auftreten kann. Das kann ich also nur noch auf dem Boot liegen haben. Aber das hier ist jetzt das zweite. Nachhaltigkeit und mobile Endgeräte. Diese Dinger sind Modeartikel. Und die Hersteller haben ja das Ziel, dafür zu sorgen, dass diese Dinger nicht allzu lange halten. Die sind schick, die kommen aus der Mode. Modeartikel sind natürlich toll. Also wenn ich Ihnen jetzt Modeartikel verkaufen kann, dann ist ja der Absatz gesichert. Und damit das auch ganz sicher klappt, also selbst wenn mir jetzt übernächstes Jahr kein Ei irgendwas einfällt, das noch schmaler, noch dünner, noch sonst irgendwas ist, dann habe ich aber doch dafür gesorgt, dass die nächste und spätestens die übernächste Version des Betriebssystems, das darauf läuft, auf dem Gerät, das Sie jetzt gerade gekauft haben, nicht mehr funktioniert. Also es ist ganz sicher, dass diese ganzen Smartphones, iPhones, Tablets und so weiter veralten, während Sie sie noch im Karton nach Hause tragen. Und zwar in einem Maße, dass das für so einen Rechner hier bei Weitem übersteigt. Den hier benutze ich jetzt mit dem fünften Linux-System, der ist mal gemacht worden für irgendeinen scheiß Windows. Den habe ich schon gebraucht, gekauft. Also das ist die abgelegte Spitzensoftware, Hardware von irgendeiner Firma gewesen. Die habe ich für 350 Euro gekauft, diese Kiste hier, und nutze sie jetzt also seit 4 Jahren mit verschiedenen Linux-Varianten. Und es zeichnet sich noch kein Ende ab. Irgendwann wird der natürlich auch kaputt gehen, aber das ist nicht Moden unterworfen. Und er ist natürlich nicht so schick. Nicht? Ich muss zugeben, das gleiche Gerät von Apple wiegt natürlich nur ein Drittel und ist schicker und hast du nicht gesehen. Nicht? Und diese Smartphones oder diese großen Tablets sind ja schick. Aber es sind ja auch nur Konsumentengeräte. Was können sie denn auf so einem Ding machen? Sie können konsumieren. Nicht? Dinge, die andere gemacht haben. Ein Text darauf zu schreiben, ist eine Höchststrafe. Nicht? Dann schreiben Sie mal irgendwie, ich habe jetzt hier für dieses Ding 10 Seiten Exzerpt geschrieben, damit mir das Futter hier nicht mittendrin ausgeht. Nicht? Sie merken plötzlich, die Tonspur ist zu Ende, der sitzt ja so still, das geht ja nicht. Nicht? Also 10 Seiten Text auf so einem Tablet schreiben, herzlichen Glückwunsch. Nicht? Aber also Nachhaltigkeit ist das Gegenteil von dem, was die da machen. Nicht? Deshalb steigt auch die Summe des Elektroschrotts, der jetzt im Westen produziert wird, dramatisch an. Das ist ja auch alles hochtechnisches Zeug. Also die Integration auf kleinstem Raum ist eine dolle Leistung. Technisch super. Nicht? Aber der Elektroschrott, den wir da produzieren, das ist ganz fürchterlich. So, was haben wir denn noch? Internet als feindlicher Raum und Profaler habe ich schon mal. Bevormundung und Propaganda. Wer kann denn von Ihnen noch? Also ich bin jetzt gleich am Ende der Zeit, die eigentlich vorgesehen ist. Also wenn Sie mich einbremsen, bin ich völlig einverstanden. Einen habe ich noch. Ich hatte beim letzten Mal diesen lustigen Herrn hier gezeigt. Habe ich ihn hier irgendwo noch? Person? Ja, den Netzteildirektor Tajani. Wo ist er denn? Komm her. Zack. Da, Herr Tajani. So, das ist so ein EU-Traumtänzer, der die Weltrettung durch Netzteile betreibt. Also da muss natürlich so ein Frühstücksdirektor her, der macht das dann ganz, ganz wichtig. Also es gibt durchaus wichtigere Themen, würde ich mal sagen. Also der Elektroschrott, Nachhaltigkeit und Smartphones wäre ein Thema, das der Wirtschaft aber wehtäte, richtig wehtäte. Man sagt also, Smartphones müssen mindestens so und so lange halten und müssen, sagen wir mal, 5 Betriebssystemversionen updatebar sein, so ähnlich wie das hier. Das würde wehtun, weil das den Absatz schmälert. Dass da, na gut, ob die Netzteile linksrum oder rechtsrum sind, ist anders. Was für mich interessant ist, ist dabei so diese Grundhaltung.
Also wichtiger Herr im Nadelstreifenanzug, belehrt uns Idioten und andere Deppen über das richtige Netzteil zur Rettung der Welt. Und da habe ich jetzt auch noch einen anderen zu der Sache. Und dann steigt er in seinen S-Klasse Mercedes und lässt sich von seinem Chauffeur nach Hause tragen. Hier haben wir diesen Dr. Mojib Latif, den habe ich jetzt nicht eingescannt. Jeder von Ihnen kann 10% Strom sparen, also Rettung der Welt dadurch, dass Sie und ich, wir Arbeitsameisen, 10% Strom sparen. Blödsinn. Das ist Quatsch. Nicht? Also 99%, nein nicht 99, ich glaube 90% des Stromverbrauchs fallen in der industriellen Produktion an oder sogar mehr, 95 glaube ich. So, wenn jetzt alle Arbeitsameisen dieses Landes hier 10% Strom sparen, dann müssen sie erstmal ihr ganzes Heim mit irgendwelchen teuren Quecksilberdampf-Leck-mich-am-Arsch-Zeugs vollpflastern. Nicht? Der hat auch eine Ökobilanz, die hier nicht vorkommt in seiner Rede. Und dann ist der Effekt praktisch null. Das ist reines Ablenkungstheater. Und die Stromwirtschaft ist der einzige Energiesektor, oder der einzige Wirtschaftssektor, der mir bekannt ist, der sich händeringend darum müht, seinen Absatz zu mindern. Ne? Das ist es ja, was die da machen. Ne? Sparen Sie Strom. Ne? Das Institut für schlechten Sex und Betroffenheit will uns zum Stromsparen anhalten. Was soll der Blödsinn? Ne? Dann stellen Sie sich mal vor, das wäre ungefähr so, als wenn das Edelbordell um die Ecke, wo der Eintritt für reiche Leute 1.000 Euro kostet, das stellt an seine Tür eine eigens geschulte Begrüßungsnote für Arbeitsameisen, also für Leute wie Sie und mich. Ne? Die steht da jetzt. Im Nonnenkostüm, allerdings mit freiem Oberkörper. Ne? Und wenn Sie da jetzt hinkommen, dann hält die Ihnen einen Vortrag, die rät Ihnen komplett von Sex ab. Sex ist schmutzig, Sex ist von übel, Sex ist Sünde und sie droht Ihnen auch mit der Hölle. Ne? Und dann, Sie als Kerl, natürlich gucken Sie die ganze Zeit auf die Riesenbrüste und sind wie paralysiert und plötzlich ist dieser Vortrag über Sex sparen vorbei und dann tritt April oder Shakira oder wie die Dame heißt, einen Schritt zurück und jetzt kommt Fingerede nach vorn und erläutert Ihnen die Gebührenordnung. Und die Gebührenordnung sieht so aus, dass dieser Vortrag selbstverständlich kostenpflichtig war und 100 Euro kostet. Und es zeigt sich dann im weiteren Verlauf des Gesprächs auch, dass Fingerede gegenüber Einwänden zur Gebührenordnung nicht wirklich aufgeschlossen ist. Also Sie zahlen am Ende 100 Euro, Sie können auch mit EC-Karte zahlen, damit Sie das nachher dann auch bei der Abrechnung mit Ihrer Ehegattin diskutieren können, diese Frage. Nicht? Also das ist so für mich sozusagen ungefähr der Vergleich mit der Stromwirtschaft. Nicht? Meine Stromsparen, ich lasse auch nicht das Licht überflüssigerweise an, aber diese Stromsparblödsinn, Energiesparblödsinn ist Ablenkungstheater. Nicht? Das ist auch bei den Autos, ist es ja ganz schlimm. Nicht? Diese Autos, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen eben moderneres als ich. Ich habe einen 27 Jahre alten Mercedes, der braucht immer 10 Liter, egal wie ich ihn fahre. Nicht? Das ist natürlich böse, böse, böses CO2. Nicht? Aber dann andere haben dafür dann irgendwie so einen neuen Horch oder wie das da heißt, Audi genannt. Ja, dann, genau, ein 2,5 Tonnen SUV, aber um irgendwie eine Tasse Sprit auf 100 Kilometer, also so 200 Milliliter zu sparen, geht das Scheißteil an jeder Ampel aus. So, das spart ja unheimlich. Ne? Und das spart vor allen Dingen der Gestalt, dass sie die Batterie, die sonst 4 Jahre hält, in 1,5 Jahren fertig machen. Den Anlasser sowieso. Ne? Denn früher haben sie den einmal morgens und einmal abends gebraucht, vielleicht 4-mal am Tag, jetzt brauchen sie ihn 37-mal am Tag. Ne? Und meinen Sie denn, so eine Batterie hat keine Ökobilanz? Oder ein neuer Anlasser oder was da sonst noch an der Technik alles kaputt geht. Also das ist alles Hühnerkacke. Nicht? Also da gibt es ja auch wunderschöne Abhandlungen darüber, wie die Hersteller bei der Ökobilanz oder dem Verbrauchswerten ihrer Fahrzeuge rumtricksen. Das ist ja herrlich. Nicht? Also das Reich der Lüge, nicht? Den wir da sehen. Was denn? Auch jetzt hat eine Milliardenklage in den USA. Ja. Weil sie bei den Abgasmessungen im Computer einen anderen Modus verwenden. Ja. Ach so, kleine Korrektur, Kommastelle mal leicht verschoben, ja. Also ja, darauf. Ja. Ja. Also da
es wird überall gelogen, nicht? Darauf wollte ich auch Ihr Augenmerk richten. Lassen Sie sich nicht verscheißern und lassen Sie sich nicht Ihren denkerischen Schneid abkaufen, nicht? Also das Beispiel der Barbie-Puppe, da wollte ich das mal beleuchten. Man denke die Sache ein bisschen weiter, man denke sie zu Ende. Also das Beispiel Fukushima zeigt ja, dass das Ausblenden von Risiken, auch in Großgruppen mit ausreichender Intelligenz offenbar wunderbar funktioniert. Keiner widerspricht in diesen Sachen. Also Atomkraft war in den 70er Jahren, hatte ich ja schon gesagt, so eine Art Sache der Ideologie. Da waren die Staatstragenden auf der einen Seite, zu denen ich mich damals auch irgendwie zählen wollte, und dann waren die linken Fusselfressen auf der anderen, die das nicht gut fanden. Und inzwischen sieht doch der ein oder andere, ich auch, dass die linken Fusselfressen da irgendwie recht hatten. Und sie hatten auch recht mit ihrer Kritik am Vietnamkrieg. Der war nämlich genauso verlogen wie alle Kriege, die Amerika seitdem geführt hat, bis hin zu heute. Es war völlig richtig, auch wenn die Ablehnung auf linker Seite natürlich genauso ideologisch war. Also es gab zwei, drei Leute, die wussten, wovon sie redeten. Den Physiker Traube zum Beispiel, und der ist ein schönes Beispiel, kennt ihn noch einer? Sie kennen ihn bestimmt noch, ne? Den Fall Traube, vielleicht mal nochmal googeln. Das war also einer, der sich mittendrin im System Atomkraft befand und dem Zweifel kam. Und den haben sie aber dann sowas von aufgebockt und rausgemobbt. Also herrlich, das ist eine Lehrgeschichte, ne? Was einem passiert, der im Konzert der Einheitsmeinung widerspricht. Und darum, weil es also nicht so viele Leute auf der Welt Lust haben, ein zweiter Traube zu werden, haben die da auch in Fukushima alle fein die Schnauze gehalten, haben rausgeguckt auf den unverbaubaren Ausblick und auf den Tsunami gewartet. Und er kam. Gott ist manchmal humorlos. So, habe ich noch irgendwas? Atomkraft, ideologische Verblendung? Nein, das habe ich. Ach ja, das Wort Schwarmintelligenz haben Sie bestimmt schon mal gehört, nicht? Das möchte ich jetzt gerne mal miterledigen bei diesem Aufwasch. Also Schwarmintelligenz. Die Schwarmintelligenz der Fische, wenn der Hai herbeikommt, besteht ausschließlich darin, in der ganz richtigen Reaktion wegzuschwimmen. So, und das war es dann aber auch. Mehr Schwarmintelligenz gibt es nicht, meines Erachtens. Nicht? Und Menschen, wenn Sie jetzt mal das Schwarmverhalten von Menschen beobachten wollen, dann gucken Sie sich mal eine Massenpanik an. Da können Sie dann, wenn Sie das Ergebnis in totgetrampelten, in kaputtgetrampelten Toten zählen, dann werden Sie feststellen, das können die Fische auch besser. Also der Mensch ist gerade in der Gruppe erstaunlich dämlich. Erstaunlich dämlich. Also die Mechanismen zur Korrektur, allein der Mut, den es braucht, um zu widersprechen, ne? Der ist enorm. Also, ich habe so einen schönen Probesatz hier, nicht? Das Ausleben, das Ausblenden der Risiken. Wo habe ich es denn? Wer Risiken aus ideologischen Gründen ausblendet und ignoriert, handelt verantwortungslos und ist nicht geeignet, Entscheidungen zu treffen, die Auswirkungen auf andere Menschen haben. Wer von Ihnen würde diesem Satz zustimmen? Ja, mal Hand aufs Herz. Oder wer anderer Meinung? Viel zu scharf. Naja, also wenn ich Risiken absichtlich ausblende, ohne sie zu bearbeiten. Nicht? Ausblenden. Ich habe nicht gesagt, wenn ich beurteile, Risiko ist gering. Wenn ich sie ausblende, aus ideologischen Gründen. Nicht? Also da bin ich dann der Meinung, dann sollte man nicht antreten. So. Jetzt nehmen wir mal was, Atomkraft haben wir ja abgebacken, jetzt nehmen wir mal was Aktuelles. Nehmen wir mal ein aktuelles, nicht diese Spinne, ebenfalls hochemotionales Thema. Also momentan ist ja ganz hoch im Kurs, gibt eine befohlene Meinung dazu, Refugees welcome. Ne? So, jetzt spüren Sie ja schon so diesen leichten propagandistischen Druck, es gibt ja eine befohlene Einheitsmeinung zu dem Thema. So. Meine These ist nun, diese Begeisterung zu dem Thema funktioniert genauso wie damals die Atomkraft, nur durch Ausblendung von bereits bekannten Risiken und Schwierigkeiten. Fangen wir doch mal an. Da kommen unter anderem syrische Flüchtlinge, ein gewisser Anteil. So, nun ist einer der Staaten, die an der Zerstörung Syriens sehr tatkräftig mitwirken, unser lieber NATO-Partner Türkei. Die machen da ganz fröhlich mit, und zwar von Anfang an. Die Türkei hat von Anfang an die Aufständischen in Syrien unterstützt und dann hat sie jetzt neuerdings angefangen, Ziele in Syrien zu bombardieren. Offiziell die böse IS,
Wobei eine kleine Schwierigkeit ist, dass die IS von der Türkei und den USA bezahlt, ausgerüstet und unterstützt wird. Aber ich will konzidieren, von 10 Flugzeugen, die da jetzt aus der Türkei aufsteigen und in Syrien Bomben abwerfen, wirft eins auch pro forma Bomben auf IS-Stellungen. Raten Sie, wohin die anderen Bomben fallen? Die fallen auf Kurdengebiete, weil nämlich die Türkei jetzt gerade mal wiederentdeckt hat, nach irgendwie 10 Jahren Befriedung, dass die Kurden böse sind und dass man möglichst viele von ihnen töten muss. Gut, unter den Flüchtlingen sind jetzt also Syrer und Kurden. Die kommen jetzt hier nach Deutschland und wen treffen sie hier? Ganz viele Türken. Kleine Frage am Rande, ob die sich wohl ganz doll lieb haben? Nein? Da brauchen Sie, meine Damen und Herren, glaube ich, ganz schön viele Vivil-Krokodile, die da ne, seid nett zueinander murmeln, damit die sich ganz doll lieb haben. So, dann haben wir ja noch eine andere Gruppe, nämlich Palästinenser. Etwas, die Geschichte der Palästinenser ist sehr verwirrend und sehr traurig. Aber es gibt ein Leitthema darin, nämlich Vertreibung. Die Palästinenser werden eigentlich von überall vertrieben und wohnen so in so komischen Lagern. Unter anderem sind in jüngster Zeit nach dem Golfkrieg aus Kuwait 400.000 von ihnen vertrieben worden oder 450.000. Und im Zuge dieser Vertreibung hat Syrien an die 400.000 Palästinenser aufgenommen und hat sie ausgesprochen gut behandelt, nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte. Trotzdem, als diese Aufstände losbrachen in Syrien, hat sich ein erklecklicher Teil dieser Palästinenser sofort auf die Seite der Aufständischen geschlagen. Ob nun mit oder ohne Grund, will ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Darum geht es auch gar nicht. Aber Sie können sich vielleicht vorstellen, dass es Syrer gibt, die diese eine weitere Gruppe, das ist ja jetzt die dritte Gruppe, die an der Zerstörung Syriens mitgewirkt hat, nicht mit der gleichen Freude betrachtet wie andere. Also es könnte sein, dass es Syrer gibt, die das als Verrat ansehen. Die treffen jetzt hier alle zusammen. Das soll jetzt mal gut gehen. Dann hat unsere lustige Regierung ja gesagt, sie wird auf gar keinen Fall Parallelgesellschaften dulden. Na gut, also der eine oder andere wohnt vielleicht schon in der Nähe so einer Parallelgesellschaft. Das bundesrepublikanisch politisch korrekte Wort für Parallelgesellschaft heißt No-Go-Area. Und wenn Sie als Frau ohne Kopftuch in die Nähe so einer No-Go-Area gehen, dann werden Sie von Kindern beschimpft als Nutte und Schlampe, weil Sie eben kein Kopftuch haben. Dann wissen Sie, hier wird es jetzt ungemütlich. Das gibt es ja jetzt schon. Gibt es natürlich nicht in der schönen Welt unserer Medien, ne? Aber es gibt es jetzt schon. So, also gestatte mir in der einen oder anderen Hinsicht schwarz zu sehen. Übrigens noch eine andere Sache. Diese Gruppen, die da jetzt kommen, Syrer, Palästinenser, Kurden und Araber, so unterschiedlich die sind und so gerne die sich gegenseitig auch die Köpfe einhauen mögen, in einer Sache sind die sich ganz einig überwiegend. Raten Sie mal, in welcher? Sie sind alle Antisemiten. Das ist jetzt natürlich unangenehm für den Bundesrepublikaner. Nicht? Also herzlichen Glückwunsch. Nicht? Alles wird gut. Augen zu und durch, meine Damen und Herren. Nicht? Das wird Mutti Merkel wird das schon richten. So, jetzt nochmal die Frage. Wer von Ihnen ist jetzt immer noch der Meinung, dass jemand, der Risiken bewusst und aus ideologischen Gründen einfach ausblendet, nicht dafür geeignet ist, Entscheidungen über andere Menschen zu treffen? Ne? Na, immer noch ein paar. Sieh mal einer, guck. Ne? Aber es ist dieselbe Klasse wie Fukushima. Ne? Es ist jetzt natürlich nicht technisch, sondern politisch. Ne? Dasselbe ist anwendbar auf die Smartphones, die Sie in der Tasche haben. Ne? Die sind auch nur so lange witzig, wie man die Risiken ausblendet. Wie ein Hund in den Einhorn erheben. Ja. Wenn Sie Risiken nicht ausblenden, sind Sie Gott. Nein, nein, das meine ich nicht. Es ist psychologisch nicht möglich, Risiken nicht auszublenden. Das geht gar nicht. Natürlich, also ich gehe auf die Straße und blende das Risiko aus, dass da jetzt eine Dampfwalze kommt und mich plattwalzt. Das ist schon richtig. Sie leben in ständiger Panik, deswegen. Also völlig richtig. Aber, ein Problem. Ja, aber Risiken, die so klar sind wie das da. Also hier Fukushima. Oder das, was ich eben beschrieben habe. Das ist ja das, was jetzt hinter den Türen... Wenn man erkennbare Probleme reinsetzen würde, dann würde ich vielleicht sagen, dann wird das auch besser. Naja, also letztlich die Dampfwalze, die da schon kommt. Ich sehe sie kommen. Das hier war eine, die ich kommen sehe. Kann sein, dass ich ein Pessimist bin, aber jetzt sagen Sie mal, was von dem, was ich jetzt gerade vorgetragen habe, zu diesem politischen Problem, war falsch? Nee, habe ich ja nicht gesagt. Naja, also deshalb... Dieser Satz ist mir deswegen, Sie gehen
mit diesen Beispielen auf einen Satz, der mir dann zu eng, zu dramatisch ist, wie das hier eben auch jemand gesagt hat. Naja, aber deshalb versuche ich das ja zu präzisieren. Also es geht um Probleme, die real existieren, die sind schon da. Es geht also nicht um Dinge, die völlig unwahrscheinlich sind. Natürlich, der Mensch muss, in der Tat haben Sie ja völlig recht, muss Risiken ausblenden, um sich auf die Straße bewegen zu können. Es gibt ja auch den Typus, der Angst hat vor allem, nicht hier Michael Jackson mit seinem Mundschutz, der dann gar nicht mehr rausgeht und so, klar, hat es gegeben, gibt es auch immer wieder. Dann hat er zu viel des Guten getan, aber es darf ja keine Grundlage für eine Entscheidung sein, wenn das Risiko schon da ist. Also ich sehe, ich kann es auch beziffern ungefähr. Ne? Ich sehe es kommen und dann blende ich es weg aus ideologischen Gründen. Das ist, glaube ich, bei der Jugend heute. Die gehen mit dem Smartphone um und sagen dann, ja, ihr seid doch von gestern. Das ja. ist einfach so. Ja, ja. Man kann nicht jede Datenschutzregel einhalten. Man kann nicht Man kann, ihr habt einfach nicht so viele Freunde, deswegen twittert ihr nicht. Alles, naja, die Frau, die in einem halben Jahr bei WhatsApp 10.000 Botschaften versendet hat. Ja. Und 28.000 empfangen. Rechnen Sie mal die Quote aus, wie viel das ist. Ja, ist alles völlig richtig. Nicht? Also diese Argumentationsketten kenne ich auch. Man kann ja davor auch letztlich nur kapitulieren, denn letztlich landet man bei Ideologie und bei, jetzt sozusagen zu mir gesprochen, wenn ich jetzt zum jungen Menschen sage, lass das sein, du alter Sack, du hast ja gar keine Ahnung, Hals, Maul. Also irgendeine Variation von Hals, Maul schallt einem dann irgendwann entgegen, mehr oder weniger freundlich. Ne? Klar, ist so. Ne? Trotzdem sind die Bedenken ja richtig. Und ich ziehe auch ein wirkliches Gespräch einem virtuellen, einem Chat oder sowas vor. Oder einem Demonstrationsgespräch, wie das vorhin besprochene. Nicht? Ich gratuliere ihm vor einem Millionenpublikum, um zu zeigen, was für ein edler Mensch ich bin. Nicht? Tatsächlich mag ich ihn gar nicht, aber nicht? Es geht ja nur um die große Geste vor dem Publikum oder so ein Scheiß. Nicht? Heuchelei, also das ist einfach nur Großheuchelei. Nicht? Und das erkennt dann auch der ein oder andere junge Mensch auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt auch junge Menschen, die einen Mut machen. Also ich hatte neulich auf dem Segelkutter eine ganze Besatzung, so eine Gymnasialklasse, die waren klasse. Also die konnten noch was anderes als auf ihrem Smartphone rumonanieren. Das ging. Ne? Das ging. Das ist ja tatsächlich, es gibt diese Sorte junge Leute, Großmeister im virtuellen Ficken, aber haben noch nie eine Frau gesehen. Nicht? Klar, die gibt's. Und klar ist das bedauerlich, ich kann es nicht ändern, aber ich versuche ja auch so ein bisschen Gegendruck aufzubauen. Nicht? Gott, habe ich noch irgendwas übersehen? Aber bewerten können. Und jemand, der halt hingeht und ein Risiko aufwendet oder ein Risiko einschätzt. Und Sie haben ja damals auch die Atomkraftwerke unterstützt. Da sind ja sogar aktiv in der Situation, die Sie waren. Ja. Vollkommen anders eingeschätzt, als Sie es heute natürlich können. Und genauso denke ich mir auch, dass wenn wir Risiken haben, wenn wir jetzt an die ganzen Flüchtlinge der Gegenwart kommen, weiß ich nicht, ob jeder, der das jetzt macht, natürlich doch absichtlich ein Risiko sieht, sogar so bewertet für sich, dass das ein Teilrisiko ist und dort dann anders eintritt. Also gegen sein besseres Wissen, obwohl er weiß, was da jetzt kommt, ist so ein Tsunami. Aber ich weiß es, aber ich tue nichts oder ich argumentiere falsch. Das ist bestimmt problematisch, aber wir müssen immer bedenken, alles ist nicht bewegt, ein Risiko einzuschätzen. Mein Umfeld, mein politischer Druck, mein Gruppendruck, meine soziale Position, meine Position als Arbeitgeber oder bin ich Arbeitnehmer. Vielleicht als Ameise argumentiere ich sicherlich ganz anders, als wenn ich eben keine Ameise bin. Also meine Interessen, wie der Kollege da oder so, da ist doch mal, das muss man alles bedenken. Also meine Sicht auf die Atomkraft damals war natürlich von Informationsarmut geprägt. Eben, und deswegen, ne? Das ist, was ich sagen wollte zum Schluss, wir müssen auch einfach bedenken, hat jemand die Fähigkeit, dieses Risiko überhaupt einzuschätzen? Also wie, was geht um das Mädchen? Also das Mädchen, was hier WhatsApp macht, ja, schätzt es sicherlich vollkommen anders ein mit einem ganz anderen Wissen. Und ich glaube, da sind wir halt alle gefordert. Und ich denke, es ist ein bisschen einfach zu sagen, da schätzen Leute das Risiko absichtlich falsch ein. Da stimmt was nicht. Also, das junge Mädchen und Sie auch, kann sich heutzutage innerhalb eines Nachmittags die notwendigen Informationen beschaffen. Also da ist ein Wille da, diese Informationen nicht zu sehen und nicht zu bewerten. Nicht? Denn ich habe hier ein Gadget Ihnen mitgebracht, aus der Zeit, als es noch kein Internet gab. Das ist ein Gadget, das mich nicht verrät.
Gadgets sind ja diese sinnlosen Geräte, die meine Herzfrequenz messen und all so ein Scharfscheiß. Das hier ist jetzt so ein Scherzartikel, der ist so alt, da gab es noch gar kein Internet. Ich glaube, da gab es vielleicht eine Mailbox in Kiel. Das Ding heißt Terminator und dient dem Aggressionsabbau. Das hier sind zum Beispiel Death Ray. Also wenn mir im Straßenverkehr einer in die Quere kommt, so war das wohl damals gedacht. So, das ist aus dieser Zeit, aus alter Zeit. Was gab es damals noch nicht? Es gab nicht das Internet. Also wenn ich mich damals hätte umfassend über Technik, Risiken der Atomkraft informieren wollen, hätte ich einen gigantischen Aufwand treiben müssen. Heute nicht. Heute genügt ein verregneter Nachmittag. Punkt 1. Ne? Punkt 2, ich bin natürlich jetzt ein paar Jahre älter und ich habe auch gelernt, dass selbst Dinge, die einfach aussehen, es nicht sind. Also stellen Sie sich mal die Lage vor, Sie sind auf dem Kieler Hauptbahnhof und ein Zug kommt zu spät. Dann sind Sie umgeben, da warten 100 Leute und Sie sind umgeben von lauter Klugscheißern, die jetzt so tun, als wüssten Sie besser als die Bundesbahn, wie man einen Fahrplan organisiert. Ne? Bundesbahn ist total, besteht nur aus Bekloppten, die nicht dazu in der Lage sind, einen Fahrplan zu organisieren. So, wenn Sie sich jetzt mal von diesen Meckerern die fünf lautesten und die setzen Sie mal an die Aufgabe, den Fahrplan auf der Strecke zwischen Kiel und Eckernförde zu organisieren. Ein Gleis, drei Bahnhöfe, vier Weichen oder was. Die werden versagen, ich würde es auch. Ja, von den fünf Meckerern ist ja noch nicht mal einer mit Zug gefahren. Das ist jetzt nicht in den letzten Jahren. Davon ganz ab. Aber der Punkt ist... Es gab damals sicherlich kein Internet, aber Information war durchaus da. Es gab auch genug Leute, die auf die Straße gegangen sind, zum Taschen gehen. Und Sie haben gesagt, es gab auch viele von den Busunternehmen oder so. Ich glaube einfach, wie Sie sagen, der Wille, sich zu informieren, Informationen anzunehmen und dann auch mal zu betrachten, der muss halt einfach da sein. Ja. Wir können deshalb nur, was wir auch hier machen, diese Dinge halt benennen und erzählen, damit wir eben klar machen, dass wir informieren müssen. Aber es ist keine leichte Aufgabe und ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu leicht, dass wir sagen, es liegt nur an denen, die da oben absichtlich uns halt... Das hat ja keiner gesagt. Oder? Also ich jedenfalls nicht. Also ich reite ja sozusagen hier auf einer allgemeinmenschlichen Eigenschaft herum. Und die hat sich nicht geändert. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da habe ich so einen Internet-Evangelisten getroffen. Es gibt so eine menschliche Grundhaltung, man ist entweder religiös, dann erwartet man von Gott irgendwie die Erleuchtung oder das Wahre und Gute. Aber es gibt auch Leute, die das übertragen auf Technik. Also zur Zeit der russischen Revolution, da gibt es so ein erschütterndes Bild, ich habe es jetzt leider in der Vorbereitung nicht gefunden, da sitzt so eine Bauernfamilie staunend vor einer Glühbirne, die unter der Decke aufgehängt ist. Und das war die Illustration zu dem Lenin-Satz, ich glaube Sozialismus ist Kommunismus plus Elektrifizierung der Massen oder so. Das kennzeichnete die quasi religiöse Idee, den Wunderglauben, dass dadurch, dass sie diese Leute, diese nackten Affenmenschen jetzt elektrisch beleuchten, sind wir jetzt hier, dass sie dann irgendwie besser werden, schlauer. Ich meine, wir werden doch auch nicht schlauer oder blöder, wenn sie das Licht jetzt hier ausmachen oder gelb einstellen. Oder es ist doch völlig Wumpe. Ne? Aber sowas gibt es immer wieder, das kehrt immer wieder. Also bestimmte menschliche Blödheiten kehren wieder. Ich hatte da also neulich so einen Evangelisten vor der Nase, der also leuchtend erzählte von der Generation Y oder Generation Z oder sowas. Ich weiß noch nicht, was nach Generation noch Z noch kommen soll. Aber egal, Z1 oder wie auch immer, genau, die Umlaute, nee, das wäre ja deutsch, das geht gar nicht. Nicht? Es muss amerikanisch sein. Dann warten wir mal ab. Jedenfalls diese Generation Y oder Generation Y oder Zulu zeichnete sich dadurch aus, dass sie den ganzen Tag auf so einem Smartphone, also ne, ich habe mal hier das alte Smartphone meines Töchterleins, das war zu klein, nicht? Also das winziges Trauschen, da wischen die jetzt herum und wenn es irgendeine Frage gibt, irgendwas, was sie nicht wissen und sie wissen vieles nicht, dann schlagen sie halt nach, ne? Googeln sie das halt. Und das fand er also so toll, da entstünde, so trug er vor, der neue Mensch. Das seien also ganz tolle Leute und also es ist so wunderbar, in seinem Team mit denen zusammenzuarbeiten. Also komisch, ich bin vielleicht ein Pessimist, nicht? Ich sehe immer nur denselben nackten Affen und ich sehe eigentlich eher, wie er seine Fähigkeiten abbaut. Nicht? Also hier mein TomTom, ich habe hier so ein beklopptes, nein, der darf ich jetzt nicht sagen, Entschuldigung, sonst bringt sich das auch noch um, wie mein... nicht? Also dieses lustige TomTom hier, das hat manchmal die Eigenschaft, wenn ich es einschalte, so wie jetzt, dann, vielleicht gönnt es mir das jetzt, naja, dann braucht es manchmal eine Viertelstunde, ehe ich diesen Anmeldebildschirm bekomme.
Und ohne einen erfindlichen Grund. So, ich meine, es ist ganz schön. So ein Ding ist ganz schön, mal gucken, wann es sich hier findet. Das ist eine schöne Sache. Aber wenn ich jetzt immer mit dem Ding fahre, das kennen Sie ja vielleicht, Leute, die in Kiel mit dem Kieler Kennzeichen mit dem Navi rumfahren. Ne? Der Endzustand davon ist etwas, was man digitale Demenz nennt. Der Abbau der Fähigkeiten, die man eigentlich hat. Nicht? Also ich habe Segelkameraden, die fahren mit so einem Navi dann eben in Maritim, in Nautisch, von Kiel-Wieg nach Laboe. Entstanden, dass ich noch gelten, aber ich sehe solche Leute auf der A215 in Richtung Kiel, wo ich denke, da kann man die Stadt wirklich nicht verfolgen. Ja, ja, und alle 300 Meter sagt er mir, fahren Sie auf der Autobahn geradeaus. Ja. Na gut. Bei einer Ferienüberfahrt, weil das nicht eingezeichnet ist als Straße, wollen Sie dem Navi, ohne auf die Schilder zu achten. Ja. Landen mit ihrem Auto im Kanal. Das ist auch schon passiert. Ja, ja, das ist schon passiert. Und das Lustige eben, die Abhängigkeit, die dann von solcher Technik entsteht, die ist nachher enorm. Dieses Gerät hier zum Beispiel hat die lustige Eigenschaft, das hat Jahre gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass der Akku ist manchmal plötzlich leer. Das hat natürlich auch, wie moderne Apple-Geräte, einen fest eingebauten Akku. Also eigentlich eingebautes Verfalldatum, aber dieser Akku, obwohl das Gerät hier schon von 2008 ist, ist von allergrößter Qualität. Das ist eine schöne Sache, also der hält nach wie vor. Aber jedes zweite Mal, wenn ich ihn brauche, ist er leer. Warum? Das hat eine Weile gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Und zwar habe ich das Ding dann irgendwann mal hier mit meinem tumben Telefon verbunden. Bluetooth hat es also als Sicherheitsrisiko auch. Und dann fiel mir irgendwann mal auf, ich saß stumm vor der Glotze und guckte irgendwelchen Scheiß, dass ich plötzlich unvermutet mein Telefon mit dem lange nicht mehr gebrauchten TomTom verbinden will, das irgendwo im Obergeschoss liegt. Da bin ich ja hochgetobt und habe das Ding erstmal gesucht. Und wo fand ich es dann? In irgendeiner Tasche. Und da hat sich dieses Ding einfach selbst eingeschaltet. Und dann wurde auch klar, warum der Akku immer leer war. Das schaltet sich einfach mal spontan irgendwie ein und frage ich Sie, wie geht das? Ne? Und schaltet sich aber nicht wieder aus. Also das macht dann den Bosch-Dauertest, nicht? Bis die Batterie richtig alle ist. So viel auch zu dem Thema Technik. Nicht? Technik, die begeistert und Technik, der man vertraut. Das ist die Frage, die man sich stellen muss bei diesen selbstfahrenden Autos. Ne? Würde sich einer von Ihnen da freiwillig als Fisch in die Dose setzen und sich da durch die Gegend schaukeln lassen? Und wenn das noch, ne, man könnte ja sagen, gut, ich als alter Sack, was soll jetzt noch groß passieren und ich habe sowieso Scheiße drauf und ob ich da jetzt ankomme oder nicht, ist doch egal. Aber jemand, den ich da wirklich niemals reinsetzen würde, wäre meine Tochter. Niemals. Sie wissen, dass die Mehrzahl der Unfälle durch den Fahrer verursacht wird. Selbstverständlich, ja. Das müssen wir also dazu ausschalten, damit die Zahl der Unfälle sinkt, den Fahrer ausschalten. Das ist die Denke dahinter, genau. Den Menschen ganz entmachten, ja. Die Menschen ganz die Kontrolle nehmen. Und wer hat dieses selbstfahrende Auto konstruiert? Ein Mensch, genau. Ne? Mit allen Fehlermöglichkeiten. Ne? Also da glaube ich nicht dran. Und selbstverständlich, die Fehlermöglichkeit ist klar. Der Mensch ist ein begrenztes Wesen, der Mensch macht Fehler, der Mensch fährt mal vor die Wand, alles klar. Aber trotzdem würde ich mein Kind nicht in so einen Roboter setzen und sagen, so ab nach Dänemark. Würde ich einfach nicht. Komisch, ne? Ja? Aber die Verkehrsteilnehmer nicht und die nicht mit dem abrupten Reagieren von so einem selbstfahrenden Auto darauf achten. Das Beispiel ist ja, glaube ich, wir hatten, glaube ich, 12 oder 14 Unfälle mittlerweile mit den selbstfahrenden Autos und diese Autos waren nie schuld. Es sind immer andere hinten stur draufgebrettert, weil die Dinger plötzlich angehalten haben, weil die unter Umständen den Laserpointer von ihnen am Straßenrand gesehen haben. Ja, also selbst wenn ich jetzt die ideale, aus Sicht der Hersteller, die das jetzt erforschen, ist natürlich die ideale Welt, gar keiner mehr fährt selbst, sondern alle fahren nur noch in den Robotern, natürlich bevorzugt und jetzt Prozent, Herstellername Prozent. Nicht? Mitsubishi, Mercedes, was weiß ich, was sie da einsetzen. Nicht? Und dann ist die schöne neue Welt da. Nicht? Da sitzen jetzt also lauter ideale Smartphone-wischende Menschen in diesen automatisierten Blechdosen und werden ganz toll durch die Gegend geschaukelt. Nicht? Ich würde mal sagen, sicherlich werden diese kleinen Einzelunfälle dadurch abnehmen. Man wird sich mit dieser Technik mehr Mühe geben als mit der Firmware von meinem TomTom oder von diesem blöden Router, der da verstorben ist. Aber wenn es Unfälle gibt, dann werden sie richtig groß werden. Das wäre so meine Erwartung. Was ist für Sie jetzt der Unterschied, wenn Sie Ihr Kind in das
Auto setzen. Mhm. Oder es ist Licht, jetzt mal krass angenommen, es liegt irgendwo auf der Intensivstation und hängt am Beatmungsgerät. Das ist genauso ohne. Die Unvermeidlichkeit ist der Unterschied. Wenn das Kind jetzt nach einer schweren Verletzung an dieser scheiß Beatmungsmaschine steckt, da wäre aber auch das Erste, was ich täte, sagen jetzt, ich bestehe darauf, dass der Stecker zum Internet weg ist. Das wäre das Erste. Das ist immer, Sie müssen letztlich, da ist ja völlig richtig, Sie müssen irgendwem vertrauen. Also es gibt Risiken, die müssen Sie ausblenden. Zum Beispiel das Risiko, dass Ihnen, wenn Sie jetzt dieses Haus hier verlassen, ein Meteorit auf den Kopf fällt. Also in New York, sagt man, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer Frau ein Meteorit auf den Kopf fällt, größer als die, dass sie einen Mann im heiratsfähigen Alter kennenlernt. Das ist so ein New Yorker Scherz, habe ich mir mal sagen lassen. Aber dieses Risiko blendet man aus. Sagt man, es wird kein Meteorit kommen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und der Erfolg gibt uns ja recht. Relativ selten wird jemand von einem Meteoriten erschlagen. Öfter kommt mal vor, dass jemand von einem kompakten Klumpen gefrorener Scheiße erschlagen wird, der aus einem Flugzeug abgeworfen wurde. Das ist durchaus schon vorgekommen, aber das nicht. Also man muss Risiken ausblenden und es gibt Unvermeidliches. Also ich hacke so auf dem Smartphone rum. Das hier hat natürlich auch ein, es verrät mich auch an jemanden, aber nicht über das unvermeidliche Maß hinaus. Ich möchte damit telefonieren, also muss es eine Verbindung zu einem Telefonanbieter geben. Und dieser Telefonanbieter wird mir diesen Dienst nicht bieten, wenn ich ihn nicht bezahle. Also wird er Daten erheben zur Abrechnung. Das ist ein unvermeidlicher Anteil. Aber ich brauche dazu hier nicht eine Ortungswanze drin. Ich brauche kein Betriebssystem. Das alles Mögliche, was ich darauf tue, inklusive meines Adressbuches, an jeden Anbieter irgendeiner scheiß App funkt. Also nicht nur an den Hersteller. Hier, Samsung hat dann Vollzugriff. Das wäre jetzt das Smartphone. Das als Smartphone. Samsung hat Vollzugriff auf dieses Gerät. Nur Samsung bestimmt, was ich da drauf spiele. Sonst wird zur Strafe die Kamera zerlötet. Das wird ja inzwischen schon in solche Geräte eingebaut. Also es werden absichtliche Kurzschlüsse produziert. Wenn Sie so ein Smartphone oder ein Tablet routen, wie man so schön sagt, und versuchen, ein anderes Betriebssystem drauf zu spielen. Da ist inzwischen eine Mechanik eingebaut und eine Elektronik, die Ihnen die Kamera durchbrennen lässt zum Beispiel. Also Sie werden bestraft. Nee, also Samsung bestimmt dann auf dem Smartphone, was ich hier drauf tue. Samsung hat Vollzugriff auf alle Daten auf diesem Ding. Und das geht ja inzwischen dann auch so weit, dass Samsung dann, wenn ich da was meinetwegen diktiere, das mal eben durchscannt. Und vielleicht kommt dann ja auch noch ein Sträubi, der sagt, das darfst du aber nicht denken, das darfst du aber nicht sagen. Das ist ja die nächste, nicht? Dass also die Gesinnungsreinigung dann schon auf meinem Smartphone stattfindet. Sie müssen sich die Frage stellen bei diesem ganzen Datenscheiß. Wie ist es in Zeiten, wo der Humor nachlässt? Also nehmen wir mal an, Deutschland 1944. Ne? Stellen Sie sich mal das vor mit den Möglichkeiten der Datenhaltung von heute. Das heißt, ich habe alle Ihre Äußerungen meinetwegen der letzten 10 Jahre auf Tasche. Ne? Ihren kompletten E-Mail und Twitter und sonst was Verkehr. Und das ist die eine, das ist die Datenbasis, die ich immer durchsuche. Und auf der anderen Seite habe ich eine täglich aktualisierte Liste der Führerwitze, die zum Galgen führen. Die wird täglich aktualisiert. Gestern sind sie noch durchs Raster gefallen. Aber heute habe ich eine neue Liste und es beginnt ein neuer Suchlauf. Das muss man sich mal vorstellen. Und jede Zeit hat ihre Führerwitze. Jede. Und wenn es eng wird, wenn die Bomben fallen oder die Lage nicht so lustig ist, dann nimmt der Humor ab. Ne? Das ist immer so. Und dann werden auch Schuldige gesucht. Ne? Und dann sie fühlen sich immer im Recht. Das ist ja ganz klar. Ne? Also in der Inquisition, die Jungs, die da irgendwie Hexen und Hexenmeister und was es da sonst noch so alles gab, auf den Scheiterhaufen gestellt haben, die fühlten sich im Recht. Ne? Und ich kann Ihnen den Werbesermon von damals, den kann ich in die heutige Zeit übersetzen. Das hieß ja ganz klar, die hatten ein rechtsstaatliches Verfahren, wie alle anderen auch. Die Hexe hat dann an der peinlichen Befragung natürlich gestanden, dass sie Sex mit dem Teufel hatte, und zwar auf 37 verschiedene Arten. Und darum wird sie jetzt streng rechtsstaatlich, auch natürlich nicht aus Perversion auf den Scheiterhaufen gestellt, sondern um ihre Seele zu retten. Das ist ein schlüssiges Gesamtkonzept und jede Zeit hat solche schlüssigen Gesamtkonzepte. Die sind natürlich unterschiedlich ruppig, je nach Rahmenlage. So, jetzt stellen Sie sich das also mal vor. Die Möglichkeit, dass sich Ihre Äußerungen der letzten 10 Jahre immer tagesaktuell nach der Liste durchscanne, was heute erlaubt ist.
Und jetzt muss ich ja nur irgendwie ein hinterfotziges Arschloch in irgendeiner Gesinnungsbehörde sein, in irgendeinem weniger schönen Land. Ne? Und los geht's. Den Schuldigen des Tages, das habe ich ja. Man hat ja eine Soll, also ne, wenn man in so einer Position hat, dann hat man ja irgendwie einen Soll. Ne? Man muss ja irgendwelche Leute fangen und großes Theater machen. Es gab da jetzt ein schönes Beispiel vor 2-3 Wochen hat eine junge Dame, 20, versucht, in Amerika einzureisen. Deutsche. Und die wurde an der Grenze abgefangen, am Flughafen gleich abgefangen, wurde einem 4-stündigen Verhör unterzogen und zurückgeschickt. Was war passiert? Man hatte ihre Twitter, Facebook, sonst was Kommunikation durchgescannt mal eben und hatte festgestellt, sie hatte mit der Verwandtschaft, die sie da in Wyoming oder sonst wo besuchen wollte, darüber gesprochen, dass sie auch die Kinder mal hüten wolle. Das wurde dann ausgelegt als unerlaubte, nicht angemeldete Au-pair-Tätigkeit. Da wurde dann auch gleich unterstellt, dass sie dafür Geld nehmen wolle und zack, raus mit ihr. So. Wenn sie also in das Land, the land of the free, das Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, mal reisen wollen, tun sie gut daran, ihre Twitter, Facebook und sonstigen Äußerungen immer schön nach der geltenden und möglichst auch nach der zukünftig geltenden Gesinnungslage im Land der Freien zu formatieren. Ne? Auf Deutsch gesagt, Selbstzensur ist Trumpf, meine Damen und Herren. Ne? Ne? So ist die Lage. Denn ne, die bewahren alles auf. Ich würde das gerne ergänzen. Also erstmal mit dem Allgemeinen, nicht mit meinem konkreten Fall, aber mit dem Allgemeinen. Der heißt, bisherige Behörden und insbesondere staatliche Eingriffe, TTIP und ein weites Feld, ja. Schon etwas anderes, nämlich, ja. Dass diese Eingriffe möglich gemacht werden, insbesondere auch privaten. Und ja, ich lasse es mal hier. Ja, also TTIP bedeutet ja letztlich, das ist ein wesentlicher Faktor, soweit ich das sehe, die Auflösung des Rechts zugunsten privater Schiedsgerichte. Nicht? Und da wird man es dann in einem noch ganz anderen Maße zu tun haben zwischen dem Ungleichgewicht, zwischen der Arbeitsameise, Ihnen oder mir, und auf der anderen Seite irgendein Wirtschaftskonzern, der, sagen wir mal, eine halbe Kompanie, also so 30 bis 50 Anwälte sich leisten kann. Und da können Sie dann auch den Spitzenanwalt aus Ihrer Stadt nehmen, das wird nichts werden. Sie kriegen kein Recht mehr, das war's dann. Da geht TTIP hin, ganz klar. Und da, um das noch zu erweitern, das geht ja gar nicht nur gegen Sie persönlich, sondern es geht gleich gegen die Großgruppe Staat. Also da ist ja vorformatiert, dass Unternehmen den Staat verklagen. Und geurteilt wird dann nicht mehr von einem Gericht, sondern von einer privaten Schiedstruppe, die von der Lobby zusammengesetzt wird. Das ist der bisherige Stand und das muss man ja auch sehen, politisch funktioniert sowas immer, ich glaube, Echternacher oder Achternacher Springprozessionen, es gibt da so einen Tanz, 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Nicht? Also erst das ganz große Schlimme, das hat doch mal hier dieser europäische, hast du nicht gesehen, diese Chefschabe da von der EU gesagt, wir werfen irgendwas, wir stellen irgendwas vor, und warten, ob sich Widerstand rührt. Und wenn sich keiner rührt, dann machen wir weiter. Hat er im Klartext gesagt, ganz unverfroren. Herrliche Sache das. Nicht? Also gut, wir gleiten jetzt ja ein bisschen ab ins Politische, aber aus meiner Sicht ist das, ist es eben immer dieselbe, dasselbe Problem. Der Mensch in der Großgruppe, vor ihm ein Riesenproblem und in ihm um ihn herum der Gruppendruck und in ihm Feigheit, Zweifel. Nicht? Keiner ist gern der Ketzer, der jetzt irgendwas sagt, was gegen die veröffentlichte Meinung geht. Nicht? Und den Druck. Und jedes Land, auch ne, gerade da, wo am meisten von Freiheit geschrien wird, auch da gibt es einen Druck, nicht? Eine erlaubte Meinung. Nicht? Weiß jeder von Ihnen. Ganz klar. Also lassen Sie sich Ihren Schneid nicht abkaufen und hinterfragen Sie eben auch Technik. Nicht? Bei diesen Smartphones ist etwas gelungen, was gut getarnt ist. Also übertragen wir das jetzt mal auf so einen Rechner, was da gelungen ist. Das hieße, wenn wir jetzt die Gesetzmäßigkeiten vom Smartphone auf den Rechner übertragen. Ich kaufe mir einen neuen Rechner, sagen wir mal von HP. Dieser Rechner ist folgendermaßen konstruiert. Der Rechner hat erstmal einen Rückkanal zum Hersteller. So geht es schon mal los.
Der Hersteller ist der Einzige, der befiehlt, was ich darauf installiere. Der Hersteller hat verschiedene Mechanismen entwickelt, um dafür zu sorgen, dass es nur das von ihm erlaubte System da drauf gibt. Und nur in diesen Grenzen kann ich mich bewegen. Der Hersteller prüft auch jede App oder Anwendung oder wie auch immer das denn heißt, die ich da drauf installiere, vor. Natürlich nur zu meinem Besten, ist ja ganz klar. Dazu braucht dieser Hersteller aber auch umfassende Rechte auf dieser Kiste. Er ist also root. Nicht? Und der Hersteller wird auch eine gewisse Propaganda betreiben, dass ich möglichst keine Root-Rechte habe, weil ich nämlich so dämlich bin. Ich bin ja eigentlich zu blöd, diese Kiste zu verwalten. Und er muss mich also nicht nur vor der bösen Welt, sondern auch vor meiner eigenen Blödheit schützen. Und darum ist es doppelt gut, dass er Root-Rechte auf meinem Computer hat. So, nun ist dieser Computer also solchermaßen natürlich gut geschützt, nicht? Und alles ist toll und HP passt gut auf mich auf und scannt auch meine Texte durch, alles ist super und ich finde das auch geil. Aber ja, ferner ist dieser Rechner natürlich dann auch so konstruiert, dass er nur bis, sagen wir mal, Mitte des nächsten übernächsten Jahres hält. Dann ist vorbei. Denn dann kommt die neue Version 10.7 vom irgendwie HP OS und die läuft da nicht mehr drauf. Ne? So, Punkt. Und dann habe ich aber auch ein Problem. Dann kann ich die Daten, die da drauf sind, dann natürlich nicht runterziehen. Denn dieses Gerät ist also rundherum vernagelt. Da gibt es überhaupt keine Schnittstelle. Einfach gar nichts. Gut, ich persifliere jetzt Apple. Ne? Sondern ich kann diese Daten natürlich nur in eine knusperfluffige HP-Cloud schieben, wo sie natürlich inoffiziell schon lange sind. Und von da kann ich sie dann auch nur teilweise natürlich zurückbekommen. Denn die nächste Generation von Geräten, die ich da kaufe, die wird eine so kleine Festplatte haben, wenn überhaupt eine, dass da gar keine Daten mehr drauf passen. Also da kann ich die Daten. Ne? Die Geräte gibt es ja schon. Ne? Der eine oder andere von Ihnen ist vielleicht mit der aktuellen Lage vertraut. Die Geräte gibt es schon. Ne? Die sind dann so klein, also total fluffig. Da läuft alles im Internet, da läuft alles in der Cloud. Das ist ja sowas von und so weiter. Ne? Würde einer von Ihnen bei klarem Überlegen so einen Rechner kaufen? Und dann kann man sich fragen, ob der Hersteller dann so Anfragen von Strafrechtsbehörden so gut untersucht wie Posteo. Das ist ja gar keine Frage. Also in USA-Land ist das doch gar keine Frage. Ich meine, die ist ganz allgemein. Ja, ja, natürlich. Nicht? Also die Frage ist längst beantwortet. Nicht? Selbstverständlich gibt es überhaupt keine Grenzen. Nicht? Es gibt keine ethischen Grenzen und Privatsphäre. Das hat ja auch Mark Zuckerberg schon lange postuliert, schon vor anderthalb Jahren oder sowas. Privatsphäre ist sowas von 80s. Privatsphäre ist out. Deswegen nicht? Kauft man sich auch alle Häuser um sich herum, dass man ja keine Privatsphäre hat. Genau. Ne? Also Privatsphäre ist völlig out, denn wenn jetzt hier Kevin und seine Chantalle sich da miteinander verstöpseln und das privat machen, da hat doch keiner was von. Nicht? Wie soll denn jetzt der wirtschaftliche Aufschwung und der Fortschritt weitergehen, wenn die ihr Privatleben als ihr Privatleben behandeln? Die müssen natürlich ständig dabei, ne? Selfies von sich machen und die müssen sich filmen und das bei YouTube einstellen, damit nämlich natürlich Google und Facebook und Twitter und was da alles gibt, auch was davon haben. Und nach geglücktem Orgasmus müssen sie natürlich ihren Status da aktualisieren. Es ist doch klar, sonst hat die Welt ja nichts davon. Also wenn ich diesen Internet-Evangelisten zuhöre, dann kriege ich wirklich das Gefühl, der Orgasmus war vor der Erfindung des Internets und von YouTube und Twitter irgendwie kalter Kaffee. Das war alles nichts. Der Sohn eines guten Freundes hat gerade geheiratet. Er wollte seine Hochzeitsbilder reinstellen in ein sozialen Netzwerk. Ich habe ihn mal gefragt, ob er sich im Klaren ist, in welchem Umfang er das Copyright überhaupt hat. Das sowieso? Wie er es überhaupt hat. Es gibt einen Fall, da hat jemand Bewerbungsfotos auf einer Online-CD bekommen, ja? Und hat die dummerweise auch auf sein Profil hochgeladen. Und danach wurde er abgemahnt für Fotografen, den professionellen, und das ist so richtig heftig Schadensersatz und Anwaltskosten verdonnert. Ja, und mal ganz abgesehen von den Persönlichkeitsrechten der Hochzeitsgäste. Ja. Nicht? Also ich habe in meinem privaten Kreis die Parole ausgegeben, wer mich unter einem Foto taggt,
den streiche ich aus meinem Bekanntenkreis. Nicht? Ich meine, ich tauche jetzt natürlich auf diesem Ding auf. Nicht? Also wer mich dann sehen will, der kann mich jetzt, ich quatsche jetzt schon eine Stunde 45 Minuten, ich finde das sehr tapfer, dass Sie hier zu 60% noch da sind. Ausspreche Anerkennung. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Ja, ist eine öffentliche Veranstaltung, aber meine, wenn ich jetzt nicht im Internet erscheinen wollte, dann wäre das natürlich jetzt so ein kleines bisschen kontraproduktiv. Aber das gibt mir jetzt natürlich nicht das Recht, Sie alle abzufotografieren, weil Sie dabei waren. Und als Kommentar da drunter zu stellen. Und dann am besten noch drunter zu schreiben, das war aber der und der. Ne? Das geht natürlich nicht. Also das ist jetzt hier meine ganz private Entscheidung, dass ich jetzt hier auf diesen Bildern bin und dass das dann nachher im Internet landet. Aber ich habe nicht das Recht, diese Entscheidung auch für Sie zu treffen. Das ist ja auch ein Teil des Datenschutzes. Ne? Und das hat dieser junge Mensch da irgendwie wohl auch nicht so richtig bedacht. Ne? Also da werden ja nicht nur er und seine Esmeralda drauf gewesen sein, sondern vielleicht noch jemand. Ne? Tja, haben Sie noch Fragen an mich? Also ich finde das klasse, dass Sie hier fast zwei Stunden durchgehalten haben. Eine Sache haben Sie gar nicht angesprochen. Ja. Wie es eigentlich sein kann, dass namhafte Softwarekonzerne, dass es denen einfach nicht gelingt, dauerhaft Sicherheitslücken zu schließen, dass sie ständig am Rumforschen sind jetzt und das im Wochenende groß. Und das ist ein Titel der Veranstaltung. Ne? Ich habe das Gefühl, dass wir in der Softwarebranche einem unglaublichen Frosch ausgesetzt sind. Das glaube ich ist, also in Teilen ist das so. Also dieser Router, den ich da, den Router, den ich Ihnen da gezeigt habe, mal gucken, dieses Ding hier, das ist also ein Lehrstück. Das hier ist ja böser Wille. Ne? Das ist richtig böser Wille. Und das hier, da würde ich sagen, nicht böser Wille, sondern Fahrlässigkeit geht rüber zur groben Fahrlässigkeit. Also dieses Ding ist so bekloppt, die schrieben da in dem Heise-Artikel dazu, das ist das Lehrbuch, wie man es nicht macht. Ne? Und das eben nicht 10 Jahre her. Aber was ein Betriebssystem angeht, ein Betriebssystem ist aus meiner Sicht eine Konstruktion, die ähnlich groß ist wie ein Jumbojet oder so ein Atomkraftwerk. Und da wird es immer Teile geben, die nicht funktionieren. Es wird immer Lücken geben. Also wenn Sie als wirklich qualifizierter Einbrecher, nehmen wir mal an, wir beide haben ein Jahr Zeit, einen Einbruch in ein bestimmtes hochgesichertes Gebäude zu planen, da fällt uns schon was ein. Ne? Weil wenn wir nicht beide völlig behämmert sind, dann fällt uns schon was ein. Und Sie kommen rein. Also das werden Sie nie verhindern, denn das wird ja alles von Menschen gemacht. Es werden Lücken geschlossen und dabei neue produziert. Schön ist natürlich, wenn Sie eine Lücke schließen, wenn Sie damit nicht zwei neue produzieren. Das gibt es auch. Ich habe neulich einen Routerhersteller geschafft, glaube ich. Er hat einen Patch rausgebracht, der die zwei Lücken, die es schon gab, nicht schloss, dafür aber drei neue brachte. Das ist schon eine reife Leistung. Das ist auch sehr hübsch. Sowas gibt es natürlich auch. Aber in so einem, Objekt dieser Größe wie Fukushima, oder einem Fahrzeug, dessen Komplexität über einen VW Golf hinausgeht, ist immer irgendwas kaputt. Es wird immer irgendwas kaputt sein, es wird immer irgendwo einen konstruktiven Mangel geben. Das ist einfach so. Das ist alles von Menschen gemacht und Sie können nicht, auch wenn Sie ein großes Entwicklerteam haben und Sie stürzen sich auf irgendeinen Gegenstand, wird es irgendwelche Dinge geben, die Lücken sind, die man doch noch besser machen könnte. Man kann bei kommerziellen Systemen zwei Dinge sagen, die jenseits davon noch sind. Einmal gab es eine nette Geschichte auf Hacker News, wo jemand erzählte, wie hat einen Bug erforscht, Anwendungsabsturz beim Kunden und hat er die Codestelle gefunden und die sah ungefähr so aus, dass sie eine bestimmte Anwendung eigenen Code haben rein indizieren lassen, damit sie ordentlich funktioniert, aber das hat dann die zweite Anwendung gestört und das hat er so gesagt, so arbeiten sie ja ständig, and I added my hex on top of it. Also, waren sehr Worte dazu. Das zweite ist, gerade kommerzielle Anbieter haben ja für die Stabilität lange Zeitansprüche. Das ist wirklich alles so bleibt, wie es ist. Das ist ja auch das, für ihr Kunden, sie eben bezahlen. Und das heißt, sie haben, es ist deutlich schwieriger, Fehler, die sie begangen haben, und jetzt eingesehen haben, auch zu korrigieren. Also sprich, es gab bei Windows vor einer Zeit irgendwie einen sicherheitskritischen Bug in Unix, würde man sagen, im Window-Manager, der in Windows anscheinend Kernel-Komponente ist. Und das können Sie aus diesen Gründen nicht einfach so korrigieren, weil es eben
Ja, weil das. Also Linux hat auch lange gebraucht, bis der Shellshock ankam. Und ja. Es ist ein offenes System. Man hätte es finden können, man hätte es nur mal drauf gucken müssen und es verstehen, dass das ein Problem ist. Also es gibt kein fehlerfreies System und es wird keins geben. Das ist einfach so. Man kann nur. Man kann unheimlich schnell, bis da was passiert ist. Ja. Und hier, also auch gerade bei Microsoft, um es mal beim Namen zu nennen, das Kind. Da kamen ja jetzt etliche Sachen raus und ich bin mir sicher, dass es noch etliches, was extra drin ist, damit gefragt und geforscht werden kann beim Kunden, was wir gar nicht wissen. Und also wir als Bugs ansehen können aus Grund von Datenschutzrecht oder Ähnlichem. Also zur praktischen Anwendbarkeit. Das hier ist ein Router, glaube ich, der Mittelklasse oder obere Unterklasse oder sowas. Nicht? Eine sicherheitstechnische Katastrophe. Also mehr kann man eigentlich nicht falsch machen mit dem Router. Das wäre so eine Haustür, die Sie schließen sie ab und sie springt von alleine auf. So ungefähr ist dieses Ding. Und würde ich auch sagen, einfach scheiße, weg mit dem Ding, nächster. So. Und die Reaktion, jetzt kommt noch hinzu, um das katastrophale Gesamtbild komplett zu machen, damit es ein stimmiges Gesamtbild ergibt, dass der Hersteller keinerlei vernünftige Reaktion darauf gezeigt hat. Der weiß das auch schon seit Monaten und da kommt nichts. Ne? So, das ergibt ein stimmiges Gesamtbild. Dafür ist das Ding ja auch ein bisschen billiger. Ne? Die Firma Fritz, die wirklich hochwertige Router baut, ist natürlich auch nicht fehlerfrei. Die hatte vor halben Jahr, glaube ich, auch so ihre große Lücke, aber die wurden allgemein dafür gelobt, dass sie darauf zügig und vernünftig reagiert haben. Und das ist der Punkt eben, nicht? Ganz wie Sie sagen, die Reaktion darauf. Auch dieses Linux, das ich hier benutze, ist mit Sicherheit nicht fehlerfrei, aber ich habe ein gewisses Vertrauen da rein, dass da auftretende, entdeckte Lücken zumindest nicht verschwiegen werden. Nicht? Weder böswillig noch grob fahrlässig. Fahrlässigkeit kann man unter Menschen nie ausschließen. Nicht? Jeder von uns ist auch mal müde, hat keinen Bock mehr oder tritt mal ein bisschen sehr aufs Gas, weil er sich mit Mäusi gestritten hat oder was auch immer. Das passiert. Menschen sind Menschen. Nicht? Aber das darf nicht zum Dauerbetrieb werden. Nicht? Also so wie das da. Ja? Wir müssen uns nochmal überlegen, in der eigenen Arbeit, wie viele Fehler machen wir selber? Mhm. Und wie gehen wir damit um? Wie viel Geld wären wir hier bereit auszugeben, mhm, dass wir keine Fehler mehr machen? Wie viel Geld, wie viele Einschränkungen, wie viel Freiheit? Im Straßenverkehr, es passiert nicht mehr, dass jemand anderen die Vorfahrt nimmt. Heißt im Ergebnis, wir können nicht mehr frei fahren. Mhm. Naja, klar, das ist immer eine Abwägung zwischen Freiheit und, also gerade im Straßenverkehr haben wir ja die Anzahl der Verkehrstoten durch eine Maßnahme, die ich als Kompromiss ansehen würde, nicht? Das technisch Machbare, ohne die Freiheit allzu sehr einzuschränken, drastisch verringert. Nämlich mehr Sicherheitstechnik in den Autos. Nicht? Also wenn man in so einem Auto von heute fährt, ist man rundherum in irgendwelchen Luftsäcken, Airbag genannt, eingepackt. Und das hat die Anzahl der schweren Verletzungen und Toten deutlich reduziert, im Inneren des Fahrzeugs, ja, ohne die Freiheit allzu sehr einzuschränken. Nicht? Die Unfälle mit Fahrradfahrern bleiben natürlich dieselben. Nicht? Ganz klar. Und es gibt bei jeder technischen Lösung immer einen Moment, wo es ins Ungesunde kippt. Also das gibt es auf jedem Feld. Also ich mache zum Beispiel, das ist mein Beruf, Installationsskripte. Und da kann man jetzt auf verschiedene Fehlermöglichkeiten anfangen zu reagieren. Man baut noch eine Prüfroutine ein und noch eine und noch eine, aber irgendwann prüft man sich tot und dann steigt mit der Anzahl der Prüfroutinen auch die Anzahl der Fehlalarme. Und irgendwann ist man da, dass das Ding sich nicht mehr bewegt. So wäre auch das Auto, in das man jetzt eine Bewegungserkennung für alle möglichen Objekte einbaut, die sich jetzt im Straßenverkehr bewegen könnte. Fahrradfahrer, Ratten, Kinder, was da alles so rumspringen kann. Nicht? Und das ist ja jetzt das Problem, dass diese Google-Autos gerade haben. Jetzt hatten wir gerade den lustigen Fall, die haben also eine Fahrradfahrererkennung. Diese Dinger sind inzwischen so gut, die erkennen einen Fahrradfahrer daran, dass er sich bewegt und dass so eine typische Drehbewegung da ist mit den Pedalen. Jetzt stieß das Google-Auto an einer Kreuzung, an der Ampel stehend, auf einen Fahrradfahrer, der im Stehen, im Freilauf die Pedale rückwärts bewegte. Und damit konnte dieses Ding jetzt nicht umgehen. Da Tilt, das kann nicht sein, also Pedalbewegung, aber keine Bewegung des Gesamtkörpers. Syntax-Error, ne? Error 404 oder was da kam. Ne? Damit konnte er nicht umgehen. Das heißt, es gibt immer einen Fall, den man nicht bedacht hat. Und je mehr man prüft,
desto weniger kann man sich bewegen. Nicht? Und das meinte ich vorhin, ich weiß nicht, ob der Kamerad noch da ist, der diese Frage stellte, nee, ist glaube ich schon inzwischen gegangen. Den Menschen kann man ja auch täuschen. Nicht? Ich kann ihm über den Kopf hauen oder ihn mit einer Taschenlampe blenden. Klar, das kann ich. Aber der Mensch, der kann sich dann auch aufrappeln, wenn er es überlebt. Nicht? Und sich neu orientieren und weiter geht's. Die Stasi hat schon in den 60er Jahren eine Methode entwickelt, Menschen im Auto berührungsfrei zu töten. Und zwar erstmal bei Nacht, durch Blenden. Sie haben durch Experimente herausgefunden, dass der Mensch, wenn er durch einen starken Blitz von vorne oder schräg von der Seite geblendet wird, in eine bestimmte Richtung verreist. Ich glaube nach rechts, aber weiß ich nicht mehr, kommt auch nicht drauf an. Und dann sah die Tötungsanordnung so aus, und man musste natürlich jetzt auskundschaften, wo fährt das Opfer immer lang, und dann stand man da irgendwie in der Kurve, da wo es schöne Bäume und starke, ordentliche Felsen gibt, und dann hat man den mit einem starken Blitz aus, ich weiß nicht, 100 Meter Entfernung, 50 bis 100 Meter geblendet. Das erste Opfer war ein Fußballspieler, ein DDR-Nationalspieler, der rüber gemacht hatte, in den 60er Jahren oder so. Und später haben sie diese Mechanik so weit perfektioniert, dass es auch bei Tag ging. Der Charme an dem Verfahren ist, sie finden am Fahrzeug, am Fahrer, an der Leiche, direkt am Tatort nichts, aber auch nicht das Allergeringste, was auf Fremdeinwirkung hinweist. Das ist ein sehr elegantes Verfahren. Nicht? Also sie müssten schon wissen, dass es so war, und dann müssen sie in 50 Meter Entfernung anfangen, nach so einem Stativ, nach drei Eindrücken von so einem Stativ zu suchen. Nicht? Von dem Blitz. So, inzwischen geht das ja eleganter. Da sitzt einer im Straßencafé mit seinem iPad oder was und wählt sich über ihre Stereoanlage in ihren schönen Fiat-SUV ein und steuert sie mal eben gegen die härteste Wand, die in 300 Meter Umkreis ist. Nicht? Und nun beweisen sie das mal. Herzlichen Glückwunsch. Nicht? Schöne neue Welt. Gut. Was denn? Sehr gut. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.